Ich sage jetzt schon mal herzlich willkommen zu unserer Afterwork-Online-Reihe Wirtschaft im Wandel, heute mit dem Thema die Zukunft unserer Innenstädte. Mein Name ist Stefanie Oeben, ich leite den Bereich Führungskräfte der Diözese Rottenburg-Stuttgart und wir veranstalten diese Reihe gemeinsam mit der Akademie. Schön, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Es ist ein wirklich interessantes Thema und ich habe auch zwei wirklich sehr interessante Gesprächspartner, auf die ich mich jetzt auch sehr freue, mit Ihnen die nächsten 75 Minuten zu bestreiten, Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen zu hören, die Sie jetzt heute Abend mit uns teilen. So, nach den einleitenden Worten möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Herrn Christian Riedmüller begrüßen, der uns aus Tübingen zugeschaltet ist. Hallo, Herr Riedmüller, herzlich Hallo, willkommen. guten Abend, freut mich sehr. Und aus Stuttgart mit dabei Sven Hahn, Geschäftsführer der City-Initiative aus Stuttgart und somit Experte für den Stuttgarter Einzelhandel, seine Nöte und auch seine Entwicklungen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Abend, danke, dass ich dabei sein darf. Herr Riedmüller, Sie sind geschäftsführender Gesellschafter der Osiander'schen Buchhandlungen. Sie haben rund 70 Filialen, beschäftigen fast 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Osiander ist die älteste Buchhandlung Baden-Württembergs, habe ich gelesen, und die zweitälteste in Deutschland. Das erste Geschäft wurde 1536 gegründet. Unfassbar lange alles. Das heißt, Ihre vielen Vorgänger haben bestimmt mit vielen herausfordernden Zeiten zu tun gehabt. Würden Sie diese Zeit jetzt hier auch in eine der Höhepunkte sozusagen einordnen, die Corona-Krise, was Sie da gerade durchleben? Ja, das kann man schon sagen. Also wir werden dieses Jahr 425 Jahre alt und haben uns eigentlich gefreut auf dieses Jahr und hatten eigentlich nur zu bisher. Also in unserem Jubiläumsjahr fast nur geschlossen. Ich freue mich jetzt heute Abend, dass ich auch einige unserer Filialleitungen hier gesehen habe, die mit dabei sind. Also denen nochmal ein ganz besonderes Hallo. Die wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, ja, wir haben zwei Weltkriege überstanden bei Osiander und viele andere Krisen. Aber diese Corona-Pandemie, die beschäftigt uns so sehr wie eigentlich noch nichts anderes. Wir kommen ja nachher auch darauf zu sprechen, woran das liegt. Und da gibt es viele Gründe für, viele sehr, sehr schwerwiegende Entwicklungen. Aber nochmal, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt seit fast 5 Monaten fast komplett geschlossen haben, im Einzelhandel mit wenigen Ausnahmen immer mal wieder für den Buchhandel ein paar Wochen offen, dann wieder zu, dann ist es, glaube ich, eine Situation, die so der Einzelhandel noch nie hatte und auch Osiander in seiner langen Tradition nicht. Jetzt ist es ja schon so, dass Sie mit Herausforderungen, also Sie gehen ja relativ sportlich mit Herausforderungen um eigentlich. Sie haben auch eine Cyberattacke überstanden vor einigen Jahren, da waren Sie auch komplett lahmgelegt. Sie haben ein SAP-Projekt, das mal nicht geglückt ist und so weiter. Aber haben Sie im Moment das erste Mal so den Eindruck, dass Sie der Sache so machtlos gegenüberstehen? Bis jetzt konnten Sie ja wenigstens noch in irgendeiner Form quasi managementmäßig gegensteuern. Fühlen Sie sich machtlos? Nein, das fühlen wir uns nicht, weil ich glaube, dass viele Unternehmen gerade Unternehmergeist beweisen, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sie unterstützen und wir uns eben am eigenen Schopf aus dem Sumpf rausziehen. Wir kriegen so gut wie keine Unterstützung aus der Politik. Ich würde mich auch mal interessieren, wie viele Politiker heute in dieser Veranstaltung mit dabei sind, um sich mal von dem Herrn Hahn und mir als zwei Beteiligten sagen zu lassen, was eigentlich Sache ist. Das interessiert die alle relativ wenig. Der Herr Hahn erinnert sich vielleicht dran, wir waren vor über einem Jahr in Stuttgart eingeladen. Das war gerade der Beginn der Pandemie. Da ging es um insgesamt die Stadtentwicklung für den Einzelhandel. Und da hat der damalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn noch zwei wunderbare Aussagen gemacht. Die erste Aussage war, man müsse ja den Onlinehandel nicht so ernst nehmen. Das würde in den nächsten Jahren auch wieder weniger werden. Und die zweite Aussage war, naja, also in Stuttgart läuft es doch für den Handel, die Stadt ist immer voll. Und an dem Tag habe ich gesehen, dass wir einen Oberbürgermeister haben, der keine Ahnung hatte, der sich auch überhaupt nicht interessiert hat für unsere Problematik und der nicht einen der anwesenden Händler gebeten hat, eine Einführung zu machen, wie es denn aussieht im Stuttgarter Einzelhandel, sondern der sich angemaßt hat, das selber entscheiden zu können. Und deswegen nochmals, wir fühlen uns extrem alleingelassen von der Politik. Unsere Kunden unterstützen uns, wo sie können. Meine Mitarbeiter sind großartig, auch der Austausch mit anderen Händlern erfolgt sehr, sehr gut. Und deswegen sind wir nicht machtlos, sondern wir werden weiterkämpfen und wir werden das auch überstehen, zumindest bei Osiander, weil wir zum Glück bis zum Beginn dieser Pandemie ein sehr gesundes Unternehmen waren. Eine andere Schwierigkeit oder eine der Schwierigkeiten ist ja sicher auch, Sie haben ja viele Filialen in unterschiedlichen Landkreisen, auch in unterschiedlichen Bundesländern. Wir haben Click and Meet, wir haben Click und Collect.
Ja, andauernd, manchmal phasenweise wusste ich selber nicht, ob ich abends aus dem Haus darf oder nicht. Wie ist es? Hat sich das jetzt durch die Bundesnotbremse zumindest verbessert? Naja, sagen wir es mal so, wir haben heute auch in Bayern unsere Buchhandlung wieder öffnen dürfen. Und wir durften ja, als die Bundesregierung vor ein paar, vor wenigen Monaten, ich glaube vor 2 Monaten gesagt hat, der Buchhandel gehört mit zu den Geschäften des täglichen Bedarfs, wieder öffnen. Dann hat in Baden-Württemberg ein Möbelhändler geklagt. Dann hat das VGH Mannheim gesagt, Baden-Württemberg muss Buchhandel wieder dicht sein. Also im Moment haben wir alle Buchhandlungen offen. Das ist ein seltenes Glücksgefühl, dass wir unseren Kunden sagen können, in allen Buchhandlungen dieselben Regeln. Aber wenn du heute Filialist bist mit Läden in unterschiedlichen Bundesländern oder am besten noch international tätig mit Läden in Österreich, Schweiz, Frankreich und Deutschland, da blickt kein Mensch mehr durch. Dann hatten wir ja noch das Tübinger Modell mit einer Sonderregelung. Und deswegen, unsere Kunden sind echt verwirrt. Die rufen uns an, die stehen vor dem Laden, die wissen nicht, hat der Buchhandel offen, brauche ich einen Test, was ist Click and Meet? Also es ist wahnsinnig. Aber auch da sage ich wieder, wie bei unserer Cyberattacke vor 2 Jahren, wir lernen in so einer Krise extrem Flexibilität, wir lernen Kommunikation, wir lernen, wie man auch neue Geschäftsmodelle macht. Und deswegen wird uns das als Firma und mich als Mensch und Unternehmer, diese ganze Krise, so schlimm sie ist für viele Menschen und für uns alle, trotzdem langfristig weiterbringen. Weil ich sage, man darf nicht nur die negativen Dinge sehen, sondern man muss auch das sehen, was man gelernt hat. Und wenn man das, was man gelernt hat, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ich sag mal, für sich persönlich und auch im Unternehmen gewinnbringend umsetzt, dann kann man vielleicht in ein paar Jahren auch sagen, so schlimm es war, es hat trotzdem auch ein paar positive Effekte gehabt. Und ich denke, so muss man an diese Krise rangehen, weil sonst sitzt man den ganzen Tag zu Hause und könnte heulen. Also ich habe auch schon einzelne Tage gehabt, wo es mir echt schlecht ging und wo ich gedacht habe, scheiße, wie geht's jetzt weiter? Und auf der anderen Seite gibt es immer andere, die noch viel mehr leiden und die gesundheitlich leiden und die Menschen verloren haben. Das darf man einfach nicht vergessen. Und wir regen uns jetzt sehr über Gerechtigkeit auf. Also warum darf der Onlinehandel sein Logistikzentrum öffnen, aber der Buchhändler oder der Bräuninger muss seinen Laden schließen? Oder warum werden die einen geimpft und die anderen werden nicht geimpft? Und letztendlich müssen wir doch auch mal erkennen, dass es auf der Welt seit Tausenden von Jahren diese Ungerechtigkeiten gibt und dass wir zwar genug Essen und Ressourcen für die meisten Menschen auf der Welt haben und trotzdem bestimmte Erdteile immer an Hunger leiden werden, weil wir es als Gesellschaft nicht schaffen, da einen Ausgleich hinzubekommen. Wenn wir aber jetzt persönlich betroffen sind von so einer Krise, dann ist das alles furchtbar schrecklich und dann regen uns die kleinsten Ungerechtigkeiten auf. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, auch wenn wir heute zu Recht kritisch darüber reden, wie mit dem Einzelhandel umgegangen wird, dass man das trotzdem im Gesamtkontext sieht und wir trotzdem sagen, mein Gott, also es geht uns allen oder den meisten von uns trotzdem noch ziemlich gut. Das ist eine sehr positive, eine sehr bewundernswerte Einstellung. Die hat Ihnen sicher auch geholfen, als der Möbelhändler geklagt hat, oder? Ja gut, aber den kann ich verstehen, weil der hat ja in einem Moment geklagt, da ging es nicht gegen den Buchhandel, sondern er hat gegen diese Ungleichbehandlung geklagt. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, das war okay. Und das hat uns dann halt getroffen. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt diesen Vorteil wieder, dass wir öffnen dürfen, was viele andere nicht dürfen. Ich kann aber gleich sagen, wenn Sie als Buchhändler öffnen dürfen und alle anderen haben zu in der Stadt, da kommen nicht arg viele Kunden. Gastronomie ist nicht offen, die anderen Läden sind nicht offen, keine Kunst, Kultur, Kinos. Das heißt, die Frequenz in den Läden ist sehr, sehr gering. Wir freuen uns trotzdem, weil wir arbeiten können, weil wir wieder was wert sind. Das ist ja das, wenn man schließt, dann hat man immer so das Gefühl, unsere Branche, unser Handelszweig ist gar nichts wert. Wir werden 14 Monate lang mehr oder weniger nicht gebraucht. Deswegen für unsere Mitarbeiter ist es toll. Für die wenigen Kunden, die kommen auch. Aber so richtig wieder normal wirtschaften werden wir erst können, wenn hoffentlich im Sommer irgendwann wieder Normalität eintritt und der gesamte Handel aufmachen kann. Herr Hahn, jetzt zu Ihnen. Sie sind ja Stuttgarter und Sie haben auch nach dem Studium bei der Stuttgarter Zeitungsgruppe als Redakteur, als Reporter gearbeitet. Da ist man ja schon sehr nah an so einer Stadt dran. Jetzt als Leiter der City-Initiative vertreten Sie fast 80% der Stuttgarter Verkaufsflächen. Das entspricht rund 240 Betrieben. In dieser Position fühlen Sie ja quasi den Puls des Einzelhandels. Spüren Sie da noch was?
Naja, muss ja fairerweise sagen, der Herr Riedmann hat mir gerade eine wunderbare Vorlage geliefert, weil wir haben nicht nur Einzelhändler bei uns dabei, das muss ich mal ein bisschen betonen. Wir haben genauso die Kulturbetriebe bei uns organisiert, Theaterhaus, Schauspielbühnen, Renitenztheater und so weiter. Die Veranstalter vom Weindorf bis zum CSD, Basen und so weiter, die Dienstleister, also die lokale Wirtschaft gesamt und natürlich auch den Einzelhandel. Und das, was Herr Riedmüller sagt, ist völlig richtig. Sie sehen es auch an den Frequenzen, die wir ja sehr genau erfassen. Allein der Handel oder allein die Gastronomie oder allein die Kultur, das hilft uns gar nicht weiter. Oder wir haben es auch gesehen im vergangenen Frühjahr, diese Begrenzung auf 800 Quadratmeter im Handel. Da hieß es dann von der Politik, ja, der Handel hat ja offen. Blödsinn. Ne? Also nur wegen den kleinen Läden kommt niemand in die Stadt. Man muss da einfach mal attestieren, im Gegensatz zu vielen meiner alten Kollegen bei der Zeitung, Frau Thurmann-Fromm jetzt nicht angesprochen, ist Stuttgart halt nur mal eine Großstadt. Ne? Das wird oft mal so als Dörfchen, als Provinz belächelt. Stuttgart ist eine Großstadt. Wir haben ungefähr 650.000 Leute auf der Markung, und wenn Sie einen Zirkel in die Mitte stecken und 50 Kilometer Radius um die Stadt ziehen, dann haben wir genauso viele Einwohner, wie wenn Sie das gleiche in Berlin machen. So. Und eine Großstadt lebt nun mal davon, dass sie alles bietet. Es fängt in der Gastronomie beim Imbiss an und geht zum Sternerestaurant. Das fängt im Handel an beim Discounter und endet beim Juwelier und beim Maßschneider. Und es zieht sich durch. Sie brauchen Veranstaltungen von jung bis alt. Sie brauchen ein Nachtleben. Sie brauchen eine Tagesaktivität. Im Grunde genommen können Sie es so zusammenfassen. Wenn Sie Ihre Ruhe wollen in der Freizeit, dann gehen Sie in den Wald. Da waren wir jetzt alle relativ viel. Und wenn Sie was erleben wollen, dann gehen Sie in die Stadt, weil die Stadt ist Sozialraum, Erlebnisraum. Ja, und das funktioniert nur, wenn die Stadt halt vollständig ist. Ja, das hilft nicht, wenn wir nur Händler haben. Es hilft auch nichts, wenn wir nur Kulturbetriebe haben. Und die Einstellung hat man, Herr Riedmüller hat es angesprochen, im Rathaus noch bis vor einiger Zeit. Da hieß es so nach dem Motto, naja, ist doch schön, die Oper ist voll. Und das sind 1400 Leute am Tag. Damit die Königstraße einigermaßen voll ist und damit dann eben auch sicher und sauber und alles, was dranhängt, da brauchen wir ungefähr 100.000 Leute am Tag, ja, an guten Tagen. Und da momentan alles zu ist, also sagen wir alles 90%, jetzt nehmen Sie einen Buchhandel aus, diese wunderschönen, wie sagt man so schön, systemrelevanten Bereiche, also ein Drogeriemarkt, der dann eine komplette Spielzeugetage und eine komplette IT-Etage und eine Lebensmitteletage hat und zwischendrin noch drei Wattetupfer hat und Drogeriemarkt läuft. Also ja, da laufen ziemlich viele Ungerechtigkeiten. Wenn Sie sich alleine mal anschauen, nur mal als kleine Startzahl, der Einzelhandel ist jetzt aufgrund der Corona-Bekämpfung zu. 80% der Kundenkontakte im Einzelhandel finden im Lebensmitteleinzelhandel statt. Und der war immer auf. Ja? Also Sie konnten immer zu Aldi, zu Rewe, zu Edeka gehen. Klar, die Menschen brauchen was zu essen, das verstehe ich. Aber man wundert sich, warum gehen die Inzidenzen nicht runter? 80% der Kundenkontakte im Einzelhandel haben ohne Probleme stattgefunden. Ja? Und ich sag mal, die Menschen, die der Herr Riedmüller am Tag am Marktplatz auf der Fläche hat, bei aller Liebe, ich habe größten Respekt vor der Leistung, die da erbracht wird, aber mit den Menschen schaffen sie es nicht, ein Infektionsgeschehen hochzutreiben. Ja? Auch wenn ein Bräuninger voll besetzt ist, schaffen sie es nicht, mit den Menschen ein Infektionsgeschehen hochzutreiben. Und von daher, zum einen ist es die Kommunikation dieser Maßnahmen, die uns extrem zu schaffen macht, weil nicht nur die Kunden sind verwirrt bis an den Anschlag, sondern die Menschen, die sich damit hauptamtlich beschäftigen, wissen teilweise am einen Tag auch nicht mehr, was am nächsten Tag gilt. Da haben wir schon, könnte ich Ihnen unzählige Beispiele nennen. Unsere Arbeit hat sich ein Stück weit dadurch verändert, von im Endeffekt die Stadt vermarkten und Menschen in den Startblocken zu Politik erklären. Ja, und da kommt dann der Zeitungshintergrund ganz gut an, das habe ich lange genug getan. Jetzt aber in der politischen Erzählung dürfte es doch den ganzen Betroffenen gar nicht so schlecht gehen. Es gibt ja die Corona-Nothilfen, die zwar sehr spät, aber immerhin in irgendeiner Form ausbezahlt worden sind. Sind es ein Tropfen auf den heißen Stein, Herr Hahn, oder was hören Sie da? Ich habe im vergangenen Frühjahr, Ende März, einen offenen Brief in den Stuttgarter Zeitungen gehabt an damaligen Oberbürgermeister Kuhn und an Herrn Kretschmann. Und ich habe meine Betriebe davor gebeten, lasst mich tatsächlich mal in die Bücher reinschauen. Ich werde die Namen nicht verwenden, aber nur damit wir mal eine exakte Vorstellung haben, was da passiert. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel einer Kostenstruktur eines, ich sage mal, mittelgroßen Händlers an der Königstraße. Wir reden nicht von einem kompletten Kaufhaus, wir reden von anderthalb Stockwerken Textilien.
Da ist eine Monatsmiete weit jenseits von 300.000 Euro im Monat zu bezahlen. 300.000. Noch deutlich höhere Personalkosten. Und dann haben Sie noch keine Steuern gezahlt, keine Abgaben, keine Logistikkosten, keine Miete, keine Warenkosten. So. Das heißt, Sie haben da Fixkosten am Anfang des Monats von 1,5 Millionen ungefähr. Und haben noch kein T-Shirt verkauft. Jetzt können Sie die Arbeitskosten, also Lohnkosten, durch das Kurzarbeitergeld ziemlich effektiv senken. Je nachdem, wenn Sie noch online haben, dann müssen Sie immer noch hier und da jemand haben. Eine Rechtsabteilung, Logistik ist auch alles ziemlich anspruchsvoll, personell. Die Miete wurde von der öffentlichen Hand speziell immer nur gestundet, nicht erlassen oder reduziert, sondern gestundet. Das heißt, da häuft sich bei ganz vielen ein riesiger Schuldenberg auf. Wenn wir nachher dazu kommen, was die Folgen von Corona sind, die werden wir verzögert spüren in vielen Bereichen. Und wenn Sie da dann die Corona-Hilfen dagegen rechnen, die ja am Anfang auch noch gerne an Darlehen gebunden waren und wo Sie noch eine gute Wirtschaftsprognose gebraucht haben, die meisten nicht bekommen haben, dann wird es schwierig. Und den anderen bei der Ü2, da war teilweise der Steuerberater in der Haftung, sodass die Steuerberater oft gesagt haben, kannst du machen, aber nicht mit mir. Also da ist ganz viel schiefgelaufen. Es war dann auch noch unglaublich kompliziert. Ja, wir haben Tage und Wochen damit verbracht, das zu versuchen zu verstehen und den Firmen nahezubringen, was da passiert. Auch die Erklärarbeit hat von öffentlicher Seite nicht stattgefunden. Da war einfach vieles, vieles viel zu spät. Ja, das ist ungefähr so wie jetzt, wenn man langsam eine Impfquote von 25% Erstgeimpften hat und dann langsam anfängt, ein digitaler Impfpass wäre ja super. Wobei wir seit einem Jahr drüber reden, irgendwann sind die Leute geimpft und dürfen wieder was. Jetzt soll jeder so einen gelben Lappen mit sich rumschleppen, den ich am Farbkopierer fälschen kann. Also vieles von dem, was da passiert ist, kam viel zu spät. Und dadurch ist Kostendruck aufgelaufen, dadurch sind Schulden aufgelaufen und es macht den Betrieben einfach das Leben brutal schwierig. Hm. Herr Riedmüller, haben Sie ähnliche Erfahrungen gesammelt mit den Corona-Nothilfen? Ja, wir haben für das letzte Jahr nicht einen Cent bekommen, weil das Problem war ja, du hast Mitte März geschlossen, du hast Mitte April aufgemacht, du hast Mitte Dezember wieder zugemacht. Das heißt, du hast in den Monaten immer noch genau so viel Umsatz gemacht, dass du die Schwelle nicht erreicht hast, wo die Hilfe dann kam. Im Dezember war es so, ab 30% Umsatzrückgang gab es Hilfe. Wir hatten 28,7% Rückgang. Das waren aber 10 Millionen Euro, weil es die zwei wichtigsten Wochen im Dezember waren. Und wir haben keinen Cent bekommen. Jetzt für Januar, Februar haben wir beantragt. Es ist Ende April. Nach 7-maligem Nachhaken unseres Wirtschaftsprüfers wurde unser Antrag bearbeitet. Und wir bekommen jetzt für die beiden Monate, Ende April für Januar und Februar, die erste Abschlagszahlung. Also ich kann Ihnen sagen, das ist lächerlich. Und wenn wir nicht in den letzten Jahren immer alle Gewinne im Unternehmen gelassen hätten und damit eine gesunde Eigenkapitalbasis hätten, wäre Osiander, weiß ich nicht, ob es uns in der Form noch gäbe. Ich kann die Kollegen verstehen, die in den letzten Jahren nicht in der Situation waren, vernünftig zu wirtschaften. Und deswegen diese Hilfen, die sind ein absoluter Witz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und sie sind auch weg von der Realität, weil es unglaublich kompliziert ist, die zu beantragen. Anstatt dass man sagt, ihr kriegt 30% des Umsatzes, den ihr verloren habt, wieder, müssen wir Rechnungen einreichen, zählt der Fälligkeitstermin, diese ganze Saisonware, die wir da abrechnen wollen, müssen oder können, die müssen wir jetzt bei uns vorhalten in unserem Logistikzentrum, wahrscheinlich Monate oder Jahre lang, bis das Ganze mal jemand geprüft hat. Also der Aufwand ist unglaublich, der da betrieben wird. Es ist total bürokratisch und es ist nicht einmal ein Politiker bei uns gewesen und hat uns gefragt, wie wäre es denn am einfachsten für euch Händler? Es interessiert die gar nicht. Die sitzen da in Berlin oder in Stuttgart und entscheiden Dinge, die weg von der Wirklichkeit sind. Ich möchte nicht zum Politikbashing aufrufen und sicher ist auch jeder froh von uns, dass er die ganzen weitreichenden Entscheidungen nicht treffen und verantworten muss. Ich denke, da sind wir uns irgendwie auch einig. Aber trotzdem, Herr Riedmüller, was hätten Sie konkret anders gemacht? Zum einen, klar, Sie hätten gesagt, 30% Ausfall wird per se übernommen. Was hätten Sie noch anders gemacht? Na, ich sage Ihnen, was unser Oberbürgermeister Palmer gemacht hat. Der hat ab dem ersten Tag im Lockdown, hat er mich einmal in der Woche angerufen, wie viele andere Händler auch, und hat gefragt, wie geht's euch? Wie sind die Umsätze? Was können wir tun? In Tübingen gab es einen Mieterlass, also eine Mietbeteiligung der Stadt, sowohl beim Vermieter als auch beim Mieter. Tübingen hat einen Modellversuch gemacht. Ich sage gar nicht, dass ich alles besser gemacht hätte. Und es ist völlig klar, dass sowas wie diese Pandemie uns alle vor riesen Herausforderungen gesetzt hat. Dass wir aber im dritten Lockdown die gleichen Fehler machen wie im ersten, hängt ausschließlich damit zusammen,
dass diejenigen, die vor Ort leiden, nämlich wir Händler, Kulturbetreibenden und aus der Gastronomie, dass wir nicht aktiv einbezogen werden. Jetzt hat das Tübinger Modellprojekt eines gezeigt. Die Inzidenzen bei uns sind nicht höher als in Städten, wo der komplette Lockdown war. Und trotzdem wird dieses Modell jetzt wieder beendet wegen der Bundesnotbremse. Und da fällt mir dann nichts mehr zu ein. Und ich bin selber jemand, der sagt, ich gestehe jedem Menschen Fehler zu. Ich mache auch täglich Fehler, aber man muss daraus lernen. Und wenn man einen Boris Palmer, nur weil er in den letzten Jahren die eine oder andere unbequeme Äußerung gesagt hat, weder in der Landesregierung mit reinholt in Beratungen, noch in der Bundesregierung sagt, hier haben wir eine Stadt, die versucht wenigstens was, lasst uns den doch zumindest beratend dazu tun, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut enttäuscht von denjenigen, die Maßnahmen ergreifen müssen, um uns aus dieser Krise rauszubringen. Und man muss ja eins dazu sagen, während alle anderen Industriezweige normal offen haben, wird die gesamte Last dieses Lockdowns auf Kultur, Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel abgeladen. Auf sonst niemanden. Also in der Wirtschaft sind wir diejenigen, die darunter leiden. Alle anderen dürfen ihre Betriebe offen lassen. Und dass man das über 14 Monate und wahrscheinlich 2, 3, 4 weitere Monate tatenlos akzeptiert, auch von der Politik, dass es bis heute kein Konzept zur Wiedereröffnung gibt, dass es bis heute keinen Fonds gibt, in den man zur Verfügung stellt, um zu sagen, was machen wir denn, wenn die Pandemie vorbei ist, um Innenstädte und Handel wieder zu stärken? Also nicht, um Entschädigungen zu bezahlen, sondern um das wieder zu stärken. Da gibt es gar nichts, keinen einzigen Ansatzpunkt. Das zeigt eine Sache. Wir haben im Einzelhandel so gut wie keine Lobby. Wenn die Kanzlerin vor Ostern sagt, Gründonnerstag schließen wir Deutschland zu, und die Wirtschaft sagt, nein, 3 Stunden später ist der Entschluss weg. Ja, wenn die Kanzlerin sagt, keine Gottesdienste über Ostern und die Kirchen sagen, nein, dann fällt dieser Entschluss. Und wenn die Politiker sagen, der Handel macht zu und wir schreien alle auf, passiert gar nichts. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, da hätte man spätestens im Laufe der Monate anders reagieren können, die Betroffenen stärker einbeziehen müssen und vor allem der Tatsache Rechnung tragen. Ich glaube, wenn ein entscheidender Politiker mal bei uns in einer Buchhandlung oder in einem Modegeschäft gewesen wäre und gesehen hätte, wie wenig Menschen da sind, wie groß die Abstände sind, wie sicher das ist und dazu im Vergleich mal danach zu einem Lidl oder Aldi gegangen wäre oder in ein Logistikzentrum von Amazon, dann hätten die ganz schnell gesehen, dass nicht wir das Problem sind. Das haben sie bis heute nicht erkannt. Also man hätte vielleicht einfach die Lasten anders verteilen müssen. Herr Hahn, wenn Sie jetzt mal kurz die Hände zur Raute formen und sich ins Frau Merkel hineinversetzen, was hätten Sie anders gemacht? Naja, wir haben bei aller Last, die wir gerade tragen, wir treten ja die ganzen Betriebe aus den Branchen, die Herr Riedmüller gerade genannt hat, wir haben immer noch den Luxus, wir können an jemanden hinmotzen. Ja? Berechtigt zum Teil, aber wir können noch irgendwo hinmotzen. Das ist für die Entscheidung im Endeffekt treffen müssen, die Instanz gibt es dann nicht mehr, sondern da ist halt dann Schluss mit Motzen, sondern da muss entschieden werden. So, von daher habe ich da immer einen gewissen Respekt, aber ich hätte mir gewünscht, dass man mal vorher fragt, bevor man was macht. Ja? Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man hat im vergangenen Jahr eine Mehrwertsteuersenkung gemacht von 19% auf 16%. Ja? Wir hatten, als das sich angedeutet hat, eine Konferenz mit allen Händlern. Herr Riedmüller, Ihre Filialleitung, war da ja auch dabei. Und man hat durch die Bank, hatten wir eine Frage aus der Mitgliedschaft. Und die war, könnt ihr das bitte verhindern? Weil das ist bei uns mehr Aufwand, mehr Arbeit, mehr Kosten. Wird nicht bei uns landen, in keinster Weise. Wird auch dem Kunden übrigens nichts bringen. Ja, also wenn Sie 3 Prozentpunkte sind effektiv dann 2,52%, dann kostet dann das Bier nicht mehr 3 Euro, sondern irgendwie 2,93 Euro, weiß ich nicht. So, da müssen Sie verdammt viel Bier trinken, bis Sie das mal irgendwie rein haben. Ja? Und dann die großen Anschaffungen. Also bei aller Liebe, wenn Sie zu doof sind, beim Kauf vom Neuwagen irgendwie ein paar Räder rauszuquatschen, dann weiß ich nicht. Ja? Also sollen Sie vielleicht keinen Neuwagen kaufen. Also das hat niemand was gebracht. Ich hatte unter den 240 Betrieben ein Mitglied, dem hat das was gebracht. Das ist ein großes Steuerbüro. Ja, also die haben daran verdient. War, glaube ich, nicht die Intention, hat allein Baden-Württemberg 1,5 Milliarden gekostet. Mit denen hätten wir aber so viele sinnvolle Dinge tun können. Kostenlosen ÖPNV für die Nutzer an starken Handelstagen.
Ja, mal die Gewerkschaft dann davon überzeugen mit einer Kampagne, dass ein Verkaufsoffer von Sonntag in großen Städten vielleicht tatsächlich dem Handel was bringt. Ja, Attraktivität Stadtmobiliar, Sauberkeit in der Stadt, einen besseren Takt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, also Stuttgart, wir reden hier vom Hauptbahnhof an Killesberg von 3 Bahnen in der Stunde. Das ist die Landeshauptstadt. Da hatte ich da Jugendliche auf dem Dorf einen besseren Busanschluss, ja, ins nächste Kaff. Also 1,5 Milliarden komplett weggeblasen, hätte eine Frage gebraucht. Ja? Und das erleben wir sehr oft, dass man mit wahnsinnig tollen Ideen kommt, irgendwelche Dinge versucht durchzusetzen und hinterher merkt, das tut ja gar nicht. Oh, blöd. Frag doch vorher. Ja? Also ich hatte neulich mit einer Bundestagsabgeordneten einer ökologisch orientierten Partei hier aus der Region, soll ja nicht näher genannt werden, eine Diskussion darüber, die gemeint hat, ich habe die Idee, die kommt übrigens bei uns so im Wochentakt von irgendwelchen Scharlatanen an, wir schließen den Stuttgarter Handel zusammen und machen einen Stuttgart kauft online und treten damit Amazon in den Hintern. Also sag mal, haben Sie, wie viel wollen Sie dafür ausgeben? Ja, da haben wir schon dann 1,5 Millionen oder so. Gute Frau, Amazon hat gerade allein im Seitenast künstliche Intelligenz 900 offene Stellen zu den paar Tausend, die da eh schon arbeiten. Ja, hat Milliarden, wirklich buchstäblich unlimitiertes Budget. Und Sie kommen mit 1,5 Millionen Fördermitteln und 3 Halbtagsstudenten an und wollen denen dann erzählen, wie Onlinehandel geht. Vergessen Sie es, nicht mal nah dran. Ja, ich will das trotzdem probieren, das hätte ja Signalwirkung. Also, Fracht. Und im Zweifelsfall hört dann auch noch drauf, was man euch sagt. Dann also dieses schöne Thema Praxis, ne? Und Theorie. Ja, man braucht gerade gute Nerven, ja, ich sehe das schon. Jetzt ist ja nicht so, Stichwort Onlinehandel, dass jetzt vor Corona im Einzelhandel alles tipptopp gelaufen wäre. Eigentlich im Gegenteil, gell? Die Bedrohung durch den Internethandel ist schon lange da. Nur ist jetzt eben durch Corona, das hat das Wachstum dieser Online-Riesen eben noch dramatisch beschleunigt, Herr Riedmüller. Gerade die Buchbranche war ja durch Amazon, die ja mal als Online-Buchhändler gestartet sind, ja eben schon sehr, sehr früh betroffen. Sie haben das jetzt aber in den letzten Jahren nicht geschrumpft, sondern im Gegenteil. Sie verfolgen ja eine Expansionsstrategie, übernehmen kleinere Buchhändler auch in kleineren Ortschaften. Sind die in irgendeiner Form eben auch Profiteur von diesem Wandel? Ja, es ist ja nicht nur so, dass wir den Onlinehandel haben. Wir haben ja auch die Entwicklung hin zu immer mehr Einkaufszentren gehabt. Das ist so ein bisschen verlangsamt worden. Und wir haben im innerstädtischen Einzelhandel auch mit der grünen Wiese zu kämpfen, weil ja immer mehr Aldis und Lidls und Kicks und wie sie alle heißen, 30-40% Sortimentsanteil Non-Food haben. Ich glaube, Aldi ist der zweitgrößte Textilhändler Deutschlands. Und auf großen Flächen außerhalb der Städte mit kostenlosen Parkplätzen und fantastischer Verkehrsanbindung dann ihre Waren verkaufen dürfen. Also das Problem ist wesentlich komplexer, als es nur auf Amazon zu reduzieren. Wir im Buchhandel sind ein bisschen geschützt durch die Buchpreisbindung und auch durch den niedrigen Mehrwertsteuersatz von 7%, weil wir ja ein Kulturgut haben. Deswegen sind wir ja jetzt auch wieder systemrelevant in der Krise. Aber die Tatsache, dass wir in den letzten 15 Jahren über 40 Buchhandlungen übernommen haben, hängt ja nicht damit zusammen, dass Osiander gesagt hat, so wen wollen wir jetzt kaufen, sondern dass die Buchhandlungen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir können nicht mehr, wir sind zu klein. Trotz Preisbindung schaffen wir es nicht mehr, in dem Wettbewerb mitzuhalten. Wir haben keinen Nachfolger in der Familie, könnt ihr uns bitte übernehmen? Und wir haben zum Teil Buchhandlungen übernommen, wie in Stuttgart, die Buchhandlung Lindemanns, die niemand anderes wollte, die wirtschaftlich auch unrentabel war, weil dort gute Beziehungen zwischen meinem Großvater und der Inhaberfamilie mal bestand. Und wir gesagt haben, okay, wir übernehmen das und versuchen dann umzuziehen, was wir jetzt auch gemacht haben mit dem Umzug an den Marktplatz. Aber das sind Situationen und auch persönliche Unternehmerschicksale, die wirklich schwierig sind. Wenn Osiander in den letzten Jahren nicht so gewachsen wäre, dann hätte uns das gleiche Schicksal wie einem Kiepert in Berlin oder einem Witwer in Stuttgart erleiden können. Witwer war immer Platzhirsch, beste Lage Königstraße, hat jahrelang Verlust gemacht und musste dann komplett verkaufen, weil es nicht mehr anders ging, weil man alleine nicht mehr in der Lage war, mitzuhalten. Und unser Problem sind ja heute nicht die Läden, der Herr Hahn hat es ja gerade schön gesagt, mein Problem ist, dass wenn ich im Onlinehandel erfolgreich sein will, dann muss ich jedes Jahr Millionen neu investieren, weil die Technik sich so schnell weiterentwickelt, die Logistik so komplex wird, Amazon immer schneller liefert, dass ich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, viel Geld in die Hand nehmen muss. Und dafür brauche ich
natürlich auch eine gewisse Größe. Diese Größe schadet jetzt dem einen oder anderen Filialisten in dieser Corona-Krise, weil wenn ich nur einen Laden habe, dann schließe ich den, mache Kurzarbeit und habe diese Kosten. Wir haben bei Rosiander eine ziemlich große Zentrale in Tübingen und die läuft weiter. Da ist unsere IT, ich kann ja meine IT nicht abschalten, da ist meine Personalabteilung, die sich um Kurzarbeit kümmert, da ist die Logistikabteilung, ich zahle alleine 20.000 Euro Miete jeden Monat für dieses, für unsere Zentrale. Das heißt, in dem Fall kann es sogar für einen Filialisten, der sonst zu normalen Zeiten Vorteile hat, in so einer Corona-Pandemie nachteilig sein, weil man eben aufgrund der Größe und der zentralen Aktivitäten nicht alles einfach runterfahren kann. Jetzt, bevor wir noch weiter auf Ihre Online-Strategie eingehen, möchte ich kurz die Frau Heute Blum zu Wort kommen lassen, die sich schon eine Weile meldet, hat mir die Frau Huber gerade geschrieben. Frau Heute Blum? Ja, es fällt mir natürlich schwer. Vielen Dank. Ich wollte ja auch nicht dazwischen funken, grätschen oder reden. Vielleicht können Sie aber verstehen, dass ich mich unbedingt zu Wort melden wollte. Einmal, weil Sie ja sagen, es ist gar kein Politiker da. Ich bin zumindest mal sowas Ähnliches gewesen. Herr Riedmüller, Sie sind auch nach Lörrach gekommen, weil wir uns aktiv um Sie bemüht haben, aber links nicht verkauft, sondern wir wollten Sie am Marktplatz haben. Und wir sind sehr froh darüber. Und ich gucke auch immer wieder mal vorbei, wenn ich in Lörrach sein darf, ob es offen hat oder nicht. Oder Ihre Leute sind da bestens am Ball. Das vorweg. Und deswegen haben Sie vielleicht, glauben Sie mir vielleicht, dass ich mit Herzblut das Thema Innenstadt betrachte. Und ich möchte auch für 190 unserer Mitglieder Städtetag Baden-Württemberg sprechen. Da sind ganz viele, denen es ähnlich geht. Ich kriege Briefe ohne Ende, könnte man fast sagen, wo Kollegen sagen, sie können das nicht mehr mit ansehen. Das ist ja dann potenziert. Das ist die Existenzangst des Einzelnen, des Gastronomen, des Händlers, auch des kleinen, ich sage jetzt mal Kulturbetriebs, Herr Hahn, wenn ich bei Ihnen anknüpfen kann, gleichzeitig dann in der Menge, auch in der kleinen Stadt, oft für die Gesamtstadt ein existenzielles Problem. Also das sind unterschiedliche Schwierigkeiten bei großen und kleinen, aber sie sind nicht qualitativ ein Unterschied, sondern sie sind, ich sag mal, in der Größenordnung oder sag mal, ist nicht einer mehr oder weniger, sondern sie haben etwas andere Ansätze. Aber es ist wirklich eine furchtbare Situation und wir reden uns den Mund fusselig und deswegen muss ich schärfstens zurückweisen, dass sie keine Leute haben, die sich um sie bemühen. Jede Woche haben wir entweder irgendein Konzept, das wir mit dem SMB reden oder wo ich mit der Bundespolitik versucht habe und immerhin, das ist ja jetzt mal nur ein ganz klitzekleines Tröpfchen auf den heißen Stein, die Tatsache, dass die Click-and-Meet-Version in der Bundesbremse noch reingekommen ist, das haben wir den Gesprächen mit den Bundespolitikern verdankt, also mit den Abgeordneten. Da weiß ich auch selber, dass die Fraktionen da, glaube ich, dann sehr aktiv geworden sind. Ich sage nicht, dass das reicht. Ich sage auch nicht, dass das die Lösung ist. Aber ich will damit nur sagen, es ist nicht so, dass die alle, irgendwie kapituliert man dann zwischendrin mal vor der Macht der Virologen. Und das Problem ist ja, dass wir, Sie haben es richtig gesagt, es gibt viele, die wissen, dass der Einzelhandel nicht das Problem ist, was die Ansteckung angeht, sondern die Konzeption dieser Virusbekämpfung geht darauf hinaus, dass man generell Kontakte vermeiden will. Und ich kann mich an eine Diskussion erinnern, ich weiß gar nicht mal, mit wem das war, ganz am Anfang der Pandemie, dass die gesagt haben, ja, also das Problem beim Bräuninger ist, es war, glaube ich, das Staatsministerium, beim Bräuninger ist nicht, dass beim Bräuninger sich was tut, sondern die Leute sollen ja nicht dahin gehen. Die sollen diesen Weg dahin gar nicht machen. Die sollen nicht in der U-Bahn sehen oder was weiß ich, wie sie hinkommen. Also dieser gesamte Komplex Kontaktvermeidung, das ist das Problem. Das ist ein konzeptionelles Problem. Und ich selber habe gesagt, aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, man würde den Handel offen lassen, aber das Thema der Ausgangsbeschränkung, über das so heiß diskutiert wird, was aber trotz allem eine Einschränkung im Wesentlichen im Privaten ist, wenn man mal von der Gastronomie absieht, dass man die Ausgangsbeschränkung lieber, ich sage mal, für jeden mit als Mitlast trägt. Da müssen viel mehr dran tragen, nämlich die einzelnen Personen, aber nicht der Einzelhandel und auch nicht diese. Ich glaube auch, dass die Menschen das eher verstanden hätten, weil die Leute ja auch nicht verstehen, warum der Handel zu hat. Weil sie genauso wissen, dass da eigentlich nicht viel passiert. Und wie Sie gesagt haben, der Lebensmitteleinzelhandel oder alles, was da offen haben darf, meine ich, das ist ja, Sie haben gesagt, 80%, die Zahl hatte ich jetzt nicht parat, aber das ist auch
also mir klar, da passiert sonst nicht viel. Und die, die offen haben, nicht offen haben dürfen, sind dann oft noch so großflächige, wo dann ohnehin weniger an Infektionen passiert. Wir haben mehrere Konzepte auf Lager. Wir sind wieder mal im Gespräch, dass wir mindestens, wenn es um die 100 herum sich wieder einpendeln würde, dass wir dann eine Öffnung, ich habe das Teppich genannt, dass wir nicht nur mal über Modellprojekte reden. So viel zum Thema Tübingen. Tübingen hat einiges bewirkt, nämlich, dass die Leute darüber nachdenken. Und Boris Palmer hat immerhin erreicht, dass am Tag nach Ende des Wahlkampfs überhaupt das Projekt ins Leben gerufen wurde. Das war am Montag nach der Wahl. Und man hat sich vorher nicht getraut, das ist meine Theorie, will ich mich jetzt mal ein bisschen vorauswagen. Und man hat dann gesagt, okay, danach machen wir das jetzt und probieren es mal aus. Und man ist jetzt daran gescheitert, dass es eben das Mantra, wir müssen bundesweit alle dasselbe machen, keine Modellprojekte mehr zugelassen hat. Und dann hat man gesagt, Tübingen kann nicht das Einzige sein, wo es geht. Und da ist natürlich auch unser Ministerpräsident derjenige, der nicht irgendwie was wagt, wo andere vielleicht sich die ein bisschen vorsichtiger, weniger vorsichtig wären. Aber sei es drum. Ich meine, ich will das nicht kritisieren, sondern ich will das nur einordnen. Aber trotzdem, Boris Palmer hat mit dem Projekt auch nochmal deutlich gemacht, dass wir vorankommen müssen, dass wir nach vorwärts denken müssen. Und trotzdem bin ich der Meinung, wir müssen, was den Handel angeht, nicht in Modellprojekten denken, sondern wir müssen in dem denken, was flächig möglich ist, was mindestens zwischen 100 und 150 insgesamt auch noch an Verbesserungen möglich ist und dann darüber hinaus, also die Schritte eins nach oben ziehen. Das ist momentan unsere Strategie und das gilt dann natürlich auch ab Verzögerung für die Gastronomie. Die Gastronomie ist schwieriger, weil die Innengastronomie ist von den Aerosolen her stärker betroffen. Das kann man nicht bezweifeln. Die Außengastronomie hat es besser. Wir kommen in die warme Zeit. Von daher kann man da vielleicht wieder ein bisschen Honig draus sorgen. Also mein Thema ist, warum ich eigentlich in die Schalte gekommen bin, ist, dass ich mir ein paar Anregungen holen will. Nicht so sehr, was wir jetzt noch machen können. Das ist immer so ein Auf und Ab. Und ich denke, da bin ich relativ fit mittlerweile, was Corona-Zahlen und Testungen. Und warum haben wir das auch noch? Warum haben wir die ganzen Testungen in den Schulen vorangebracht? Als Kommunen, wir zahlen das teilweise vorher, so wie Palmer auch. Damit durch diese Testungen endlich mal die Zahlen runterkommen. Damit man dort, wo Infektionen sind, sie bekämpft und nicht da, wo sie nicht sind. Also das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie geht das nachher weiter? Und wie hat das, und das hatten Sie ja auch schon angesprochen, die Frage, was ist mit, hat das mit der grundsätzlichen Online-Problematik zu tun? Und da will ich der Frage nur ein, wollen wir jetzt gerade kommen. Genau, ich will nur ein Stichwort noch sagen, dann bin ich auch still. Aber Sie haben natürlich Teilvorlagen geliefert, die beiden Herren, die ich verstehen kann, aber das muss ich doch sagen. Aber jedenfalls, das eine Stichwort ist, wir wollen beim Städtetag ein Projekt machen, um die verschiedenen Überlegungen zum Thema Post-Corona-Stadt, nenne ich das mal, zusammenzubinden. Und da ist das Thema Innenstadt ein ganz wesentlicher Punkt. Und da werden wir sicher auch auf Sie zukommen, nicht vielleicht morgen, aber übermorgen, wenn wir soweit sind, dass wir ein paar Dinge aus dem Update-Deutschland-Projekt zusammengebunden haben und Ideen bündeln können. Vielen Dank, Frau Heute-Blum. Und es ist, glaube ich, auch beruhigend zu wissen, dass Sie sich in der Stadt für die Einzelhändler einsetzen. Wer Sie nicht kennt, ich sage noch mal kurz ein paar Worte zu Ihnen. Sie waren mal Oberbürgermeisterin in Lörrach. Sie sind geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg und Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Vielen Dank, Frau Heute-Blum. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Beim Online sind wir stehen geblieben. Und da wollte ich noch mal kurz, Herr Riedmüller, Sie haben ja einen ungewöhnlichen Schritt gewagt, was den Onlinehandel angeht. Und da hat das Börsenblatt geschrieben, es war ein historischer Schritt. Und zwar sind Sie bei oder irgendwie auch mit, also Ihrem ehemaligen Konkurrenten oder eigentlich ja immer noch Konkurrenten Thalia, haben Sie ja ein gemeinsames Projekt aufgesetzt und nutzen da eine gemeinsame Plattform, wenn ich das jetzt so richtig sage. Wie kann denn das funktionieren? Sie sind also online irgendwie eine Familie und draußen auf der Straße sind Sie Konkurrenten oder wie kann man denn das verstehen? Ja, das funktioniert ja schon seit über 8 Jahren gut bei dem Tolino, dem E-Reader des deutschen Buchhandels. Damals haben sich Thalia, Hugendubel, Weltbild, Osiander und Meiersche zusammengetan. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, an der wir alle, obwohl wir stationäre Konkurrenten sind, Anteile haben und haben den Tolino als E-Reader des deutschen Buchhandels rausgebracht, der heute sehr, sehr gut mit dem Kindle von Amazon im Wettbewerb steht. Alleine hätten wir das nie auf die Beine gestellt. Aus dieser Partnerschaft heraus sind vertrauensvolle Beziehungen gewachsen. Und nachdem Thalia seit 5 Jahren auch ein familiengeführtes Unternehmen ist, haben wir uns jetzt, nachdem wir unsere Cyberattacke hatten und unser eigenes SAP-Projekt nicht funktioniert hat, dazu entschieden, auf die
Plattform von Thalia zu gehen und mit Thalia gemeinsam als zwei traditionsreiche Familienunternehmen diese Technikplattform und den E-Commerce zusammen weiterzuentwickeln. Bei kompletter Unabhängigkeit von Osiander. Wir werden weiterhin unsere knapp 70 wunderschönen Läden haben. Wir haben weiter die eigene Sortimentsgestaltung. Aber im Bereich der Technik und der Plattform investieren wir in Zukunft gemeinsam, um gegen diesen einen großen multinationalen Konkurrenten Amazon mithalten zu können. Und auch das, Herr Hahn hat es vorhin gesagt, die haben Milliarden jedes Jahr, 1,5 Millionen bringen relativ wenig. Und auf diese Plattform können und sollen weitere Buchhändler aufspringen, damit wir in Deutschland, obwohl wir Wettbewerber sind, gegen einen viel größeren Wettbewerber zusammen in einer Partnerschaft bestehen können. Das war für mein Unternehmen ein tatsächlich großer Schritt. Wichtig war für uns, dass Osiander komplett unabhängig und selbstständig bleibt, weil wir wollten nicht, dass uns dasselbe passiert wie Witwer oder Kaiser in Karlsruhe oder Kiebert in Berlin, dass wir halt irgendwann komplett weg vom Markt sind. Herr Hahn, ist denn das sowas ein Zukunftsmodell? Also, dass sich nicht quasi Stuttgart online zusammenstellt, wie Sie Bundestagsabgeordnete der Grünen, wollten Sie vorher sagen, vorgeschlagen hatte, sondern wäre das quasi, dass sich branchenweise sich quasi zusammengetan wird? Ist das ein Zukunftsmodell? Sind Sie da optimistischer? Nein. Ich glaube tatsächlich, dass die Rolle der Digitalen ist und die Rolle der Stationären eine andere ist. Ich kann Ihnen ziemlich sicher aus meiner Einschätzung heraus sagen, wofür die meisten Händler, nicht nur groß, aber wofür die meisten Händler die Reise hingehen wird, und das wird ins Thema Plattformökonomie sein. Kurzes Beispiel dazu aus einer anderen Branche. Airbnb hat inzwischen dieses Jahr den Firmenwert der 5 größten Hotelketten der Welt in Summe überschritten. Marriott, Hilton, was es da alles gibt. Warum? Gibt es einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Der nächste Kunde erzeugt beim Digitalen keine Kosten. Und er erzeugt beim Stationären immer Kosten. Ausgebuchtes Hotel plus ein Gast bedeutet, Sie müssen ein neues Hotelzimmer bauen. Das kostet richtig Geld. Ja? Ausgelasteter Laden, mehr Kunden, Sie brauchen einen größeren Laden, eine andere Filiale, das kostet Geld. Neuer Kunde bei Airbnb, das ist eine Nummer im System, das kostet genau gar nichts. So. Und die Digitalen stoßen jetzt aber auch an Grenzen, denn die Gründe, warum Ware im digitalen Handel nicht mehr gekauft wird, ist schlicht und ergreifend die Verfügbarkeit. Das heißt, Sie haben eine riesige Produktpalette bei Amazon, vollkommen unüberschaubar, und das können die nicht alles auf Lager haben. Ja, also der rote Sportschuh in Größe 36,5 mit den pinken Schnürsenkeln, den haben die nicht immer da. Und die Menschen, wenn wir ehrlich sind, in den meisten Bereichen, kommen wir wieder zu dem Thema systemrelevant, kaufen ja nichts, was sie zum Überleben dringend brauchen, sondern Dinge, die sie gerne hätten. Und wenn dieser rote Sportschuh in 36,5 mit den pinken Schnürsenkeln dann halt nicht da ist, dann wird er nicht auf später verschoben, der Kauf, sondern er findet einfach nicht statt. So. Das bedeutet, die Onliner stehen gerade vor der Wahl, dass sie sagen, naja, entweder bauen wir eine Liefer- und Logistikkapazität in der Fläche aus, die unglaublich teuer ist, speziell Manpower. Schauen Sie sich mal an, was der Bräuninger im Kreis Ludwigsburg da für ein Logistikzentrum hingebaut hat. Das sind mehrere 100 Millionen allein Bauinvest. Also entweder bauen wir eine Kapazität auf in diesem Bereich, das wird in Teilen gemacht, aber nicht komplett. Oder wir reden mit denen, die in Summe diese Kapazität schon haben, nämlich die kritische Masse der stationären Händler. Funktioniert in anderen Teilen der Welt übrigens schon sehr selbstverständlich. Und es bedeutet, dass ein großer Teil der Händler und ein gewisser Teil der Händler mit diesen Plattformen reden wird. Und wenn sie dann in Lörrach sitzen und diesen Schuh kaufen wollen, dann checkt Zalando oder Amazon oder eBay oder Alibaba oder nehmen sie, wen sie da wollen, mal durch, gibt es in der Nähe von demjenigen, der sich da interessiert, gibt es da jemand, der diesen Schuh anbietet und den im Warnsystem drin hat? Und dann kann der von vor Ort versenden. Das ist das gleiche Prinzip wie Lieferando, die jetzt durch die Städte fahren, von Restaurants das Essen abholen. Für den Händler in der Theorie, wird nicht für alle funktionieren, in der Theorie der Vorteil, sie zahlen ein Disagio an den Onliner von einem Verkauf, den sie gar nicht gemacht hätten. Ja, und sie müssen diese Rieseninvestition, die Herr Riedmüller vorher richtig geschildert hat, nicht machen. Ich glaube auch, dass das die Folge sein wird, weil die Buchhändler, so unterschiedlich die sind, sich dann doch in der Struktur in gewisser Weise ähneln. Jetzt gehen Sie mal zu den Textilern, da haben Sie Familienunternehmen,
mit 150 Jahren und 170 Jahren auf dem Buckel mit 5 Mitarbeitern, dann haben sie die Filialisten, dann haben sie die Franchiser, unterschiedliche Konstrukte, der eine hat eine Zentrale, die was vorgibt und so weiter, dass die sich branchenweit zusammenschließen, das sehe ich nicht kommen. Na, ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Plattform für die Händler in Städten ein relevantes Thema in den nächsten Jahren sein wird. Würde dann übrigens voraussetzen, dass unsere Politiken, das sind wir wieder beim Thema, dann das Thema Stadtlogistik versteht. Da ist ein Lieferzeitfenster bis 11 Uhr vollkommen obsolet, wenn das so weit kommt. Und davon bin ich sehr überzeugt. Also ich glaube sehr, dass stationär bleiben wird. Übrigens auch berechtigt. Und da noch eine kurze Anmerkung. Es gibt so zwei Formulierungen, die mir im Zusammenhang mit Corona wahnsinnig auf den Keks gehen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das eine ist, wir gehen gestärkt aus der Krise hervor. Das tun wir nicht. Wir laufen auf dem Zahnfleisch, wenn wir da rauskommen. Und Punkt zwei, das ist ein Brandbeschleuniger. Das ist es nicht, weil diejenigen, die da getroffen werden, die haben nichts falsch gemacht. Ein Veranstalter, reden Sie mit der Bärbel Mohmann vom Weindorf. Es ist doch kein Fehler, einen Weindorf zu veranstalten. Es ist auch kein Fehler, einen Christopher Street Day, ein Sommerfest, die Jazz Open zu machen oder einen stationären Handel zu machen. Das hat seine absolute Berechtigung, Strukturwandel hin oder her. Da verschieben sich ein bisschen Dominanten in den Innenstädten, Handel plus etwas. Ja. Aber es ist kein falsches Geschäftsmodell, einen Laden zu betreiben. Und dann zu sagen, naja, die werden ja eh bald weg gewesen, müssen wir uns nicht kümmern, das ist eine sehr fahrlässige Aussage. Also ich glaube schon, dass es da eine Arbeitsteilung geben wird und nicht, dass der stationäre Händler, egal ob zusammengeschlossen oder alleine, in der Summe online machen wird. Das können ganz wenige, das können die Buchhändler im Zusammenschluss, das kann in Stuttgart vielleicht ein Bräuninger noch, aber weil da schon viel investiert wurde. Da habe ich jetzt eine kurze Zwischenfrage von der Frau Levry, die fragt nämlich, welche Plattformbeispiele gibt es im Ausland, Herr Hahn? Könnten Sie da ein Beispiel nennen? Da gibt es relativ viel. Das ist ein Meisterbeispiel, was da rausgezogen wird, ist ein Herr namens John aus USA, der gebrauchte, limitierte Sportschuhe, Sneaker gekauft hat und dann über eine Plattform, Basis stationärer Laden weggegangen wird. Der hat seinen kleinen Sportschuhladen dann in ein Milliardenimperium verwandelt. Wir haben in Deutschland, Zalando nennt es gerade Connected Retail. Der Carsten Keller, der Vize von denen, geht da wie ein Wanderprediger durch die Lande. Sehr smarter, sehr sympathischer Mensch. Amazon nennt es Marketplace, die ranken halt rein nach dem Preis, Zalando mehr nach der Verfügbarkeit der Ware und der Geschwindigkeit der Antwort der Händler. Im asiatischen Raum gibt es unzählige Plattformen. Ja. Teilweise funktioniert dieses soziale Netzwerk Alibaba dort ein bisschen in die Richtung. Unterschiedlichste Dinge. Gibt es aber, also kann man die Präsentation von Carsten Kerl da rausziehen, da gibt es unzählige. Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, danke für die Antwort, Frau Levry, ich denke, die ist jetzt beantwortet, die Frage. Sie haben jetzt gerade gesagt, es wird nicht so sein, dass wir gestärkt aus der Krise herausgehen. Aber Herr Riedmüller, wenn ich Ihnen im Vorgespräch richtig zugehört habe, dann hat die Krise jetzt schon auch dazu geführt, dass Sie Mieten nachverhandelt haben, dass Sie Arbeitsprozesse auch überprüft haben, weiß ich, bei Osiander. Also ist es schon auch so, dass Sie mit einem Mal Luft holen mehr rausgehen, also dass Sie schon ein bisschen gestärkt herauslaufen? Sie haben ja die Krise, glaube ich, ganz gut genutzt auch. Ja, natürlich haben wir die Krise genutzt, aber wenn Sie 2 Jahre in Ihrer Bilanz einen schönen Verlust fahren, dann muss das erstmal wieder aufgeholt werden. Was ich damit gemeint habe, ist tatsächlich, dass es schon vor der Corona-Pandemie Entwicklungen gab, wo man gesagt hat, die Mieten in den Innenstädten sind viel zu hoch. Das ist ja ein Wahnsinn, was wir zum Teil gezahlt haben. Und weil jetzt der Druck so hoch ist, kann man einige Mietverträge endlich nachverhandeln. Es gibt natürlich viele Kosten im Unternehmen, wo man, wenn man gezwungen ist, Kurzarbeit zu machen, plötzlich feststellt, okay, mit weniger eingesetzten Stunden schafft man trotzdem die wichtige Arbeit noch und dann werden halt die unwichtigen Sachen weggelassen. Also da lernt man auch schon draus. Und deswegen denke ich, dass die Unternehmen nach dieser Corona-Pandemie anders arbeiten werden. Also wir werden bei Osiander definitiv anders arbeiten. Ich bin früher einmal in der Woche nach Hamburg geflogen oder nach Frankfurt zu irgendwelchen Geschäftsmeetings. Das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Definitiv nicht, weil es nicht notwendig ist. Wir lernen wie heute hier relativ einfach, ohne dass wir uns bewegen müssen, per Zoom zusammen zu einem Thema zu diskutieren. Also von daher gibt es auch viele Learnings aus so einer Krise. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir auf eine andere Art und Weise darauf gekommen wären oder dass ein Lockdown gereicht hätte, da hätten wir die gleichen Erfahrungen auch gemacht. Denn jetzt zieht sich das Ganze natürlich extrem in die Länge. Ich will mal aber noch einen anderen Aspekt reinbringen. Bevor Corona kam, hatten wir die Fridays for Future Demonstrationen. Und völlig unabhängig von Corona
wird die Klimadiskussion die Innenstädte auf alle Fälle dramatisch verändern. Weil wir werden über den Autoverkehr reden, der für viele Händler sehr, sehr wichtig ist. Wir werden über ÖPNV reden müssen. Wir werden darüber reden müssen, was Menschen in Zukunft überhaupt noch kaufen und an Ressourcen verbrauchen. Weil vieles, was man im Handel einkaufen kann, entweder nicht nachhaltig produziert ist oder, wie der Herr Hahn vorhin sagte, völlig unnütz ist. Also das ist ja das, was so seltsam ist, dass man viele Dinge verkauft, die man eigentlich gar nicht unbedingt braucht. Wenn wir also in eine Zeit nach Corona denken und uns überlegen, wie sehen unsere Städte langfristig aus, dann brauchen wir in den Städten vernünftige, nachhaltige, langfristige Stadtentwicklungskonzepte. Und dazu waren in der Vergangenheit die allerwenigsten Oberbürgermeister in der Lage oder willens. Und da hilft es auch nicht, wenn man sagt, oh, wir haben eine ganz tolle Idee, wir besteuern in Zukunft Online-Handel, weil man nämlich damit auch diejenigen wie Osiander, Bräuninger oder den kleinen Händler straft, die jetzt viel Geld in Online-Handel investieren und dann für diesen Online-Handel zusätzlich bezahlen müssen. Sondern man muss anders sagen, wir müssen endlich die multinationalen Firmen grundsätzlich besteuern. Zweitens müssen wir die Innenstadthändler, die stationären Händler entlasten, und zwar nicht, indem ich irgendeine Mehrwertsteuerreform mache, sondern über andere Arten und Weisen. Und darf jetzt nicht sagen, wir legen dem gesamten Onlinehandel eine finanzielle Bürde auf, weil damit treffe ich zum Teil wieder die Falschen. Und wir kriegen den Onlinehandel definitiv nicht weg. Die Menschen haben sich zum Teil dazu entschieden. Und sie werden auch in Zukunft online einkaufen, weil es einfacher und weil es bequemer ist. Wir müssen jetzt Anreize schaffen, in die Innenstädte zu gehen, weil wir dort ein Erlebnis haben wollen, weil es eine hohe Aufenthaltsqualität gibt, weil es ein Treffpunkt ist. Und das ist die Kernaufgabe, an die wir nach Corona ran müssen. Das sehen wir jetzt auch direkt bei Ihnen, Herr Hahn. Wie kann denn die City-Initiative, also als Interessenvertretung der ganzen Händler, was können denn Sie dazu beitragen, dass die Innenstädte tatsächlich mehr belebt werden, jetzt unabhängig von Corona, also nach Corona? Zwei Sachen dazu. Zum einen dadurch, dass wir den Entscheidern auch mal korrekte Fakten liefern. Herr Riedmüller hat es angesprochen, ich glaube, das Thema Ökologie wird uns über Jahrzehnte begleiten. Da die Antwort, stationärer Handel ist immer ökologischer als Onlinehandel. Eine Zahl dazu, die stammt nicht von mir, sondern von der Uni Bamberg, der mich zum Thema Retourenmanagement einen eigenen Lehrstuhl mittlerweile gegründet. 7 von 10 Paketen gehen im Schnitt wieder zurück. Das betrifft jetzt, ohne das böse zu meinen, nicht die Altersgruppe, die hier heute zuhört. Sie schicken sicher nicht so viel zurück, wenn sie online bestellen. Das ist ein Problem von jungen Menschen, aber die nutzen den Onlinehandel. Ja? Also im Schnitt gehen 7 von 10 Pakete zurück. Das sind in Deutschland schon mehrere 100 Millionen Retourensendungen im Jahr. Und da fahren 12,5 Tonner mangels städtischer Logistikkonzepte für City Logistik für die letzte Meile. Da ist also ein paar Socken, was ich mir an der Königstraße nicht kaufe, wird 4-mal mit 12,5 Tonnen durch die Gegend gefahren. Völliger Irrsinn. Das ist das eine. Also müssen Sie bewaffnen sich mit Daten sozusagen. Also ist das eine? Korrekte Daten und auch da die richtigen und nicht gefühlte Wahrheiten. Das haben wir im Thema Stadt viel zu lange gemacht. Und Punkt 2 ist, dass wir mal tatsächlich die Frage stellen, wozu brauchen wir denn eine Stadt? Na? Nur mal, um das einzuordnen, wie schnell das alles ging. 1999 gab es Amazon in Deutschland noch nicht. Das heißt, wenn Sie nicht so geduldig waren und einen Otto-Katalog gewälzt haben und so leidensfähig, dann mussten Sie zum Einkaufen in die Stadt. Das Zeug gab es nirgends anders. Ja, also da mussten wir uns keine Gedanken machen, wie attraktiv ist die Stadt, weil die Leute sind ja gekommen. Also Laden auf und die Leute haben so ein bisschen Tankstelle. Ja? Also der Verkäufer, der sich an der Tankstelle rühmt, ich habe jedem was verkauft, der kam. Ja? So, heute können Sie besser, einfacher online einkaufen. Das heißt, es geht darum, den Leuten einen Anreiz zu bieten, in die Stadt zu kommen. Also Anreiz ist das eine und Anreise ist das andere. Also wir leben, ich rede jetzt mal von Stuttgart, das gilt für andere Städte in ein bisschen nachgelagerter Form ähnlich. Wir reden davon, dass wir Menschen aus dem Umland in dieser Stadt brauchen, damit alles, was es in dieser Stadt gibt, funktioniert. Ja? Also weder eine Staatsoper, noch die Kulturbetriebe, noch ein Stuttgarter Sommerfest, noch ein Händler in Stuttgart kann sich halten von den paar Menschen, die original aus Stuttgart kommen und in der Innenstadt rumlaufen. Sondern wir brauchen Menschen aus dem Speckgürtel, wie man so schön sagt. Und wir brauchen Menschen aus Mannheim, vom Bodensee, aus dem Elsass und aus München und aus dem gesamten süddeutschen Raum und weiteres Einzugsgebiet aus der Schweiz. Und denen müssen wir einen Grund geben, reinzukommen. Und das fängt dann bei so Kleinigkeiten an, wie, wenn wir über Ökologie reden, schattige Plätze in einer immer heißer werdenden Stadt im Sommer zu schaffen. Das gilt
Anlässe zu schaffen, ja, also feste Events, ähnliches, die gut gemacht sind. Ja. Das geht über Sauberkeit und eine angenehme Anreise. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum an den Parkgaragen steht, das ist die Hofdienergarage, so kommen Sie zur Hofdienergarage. Kein Mensch weiß, wo die Hofdienergarage ist. Sondern müsste daneben stehen, da sind 500 Meter davon, ist der Händler 1, der Händler 2, die Sehenswürdigkeit 3 und der Kulturbetrieb 4. Weil die Leute wissen doch, sie wollen zu dem Betrieb oder zu dieser Sehenswürdigkeit, die wissen doch nicht, in welche Garage sie fahren wollen. Also wenn wir, also da könnte man Parksuchverkehr auch vermeiden. Und alle Städte, die experimentiert haben mit dem, um es korrekt zu sagen, mit dem kostenlosen, für den Nutzer kostenlosen ÖPNV, weil es zahlt ja nur jemand anders, an starken Handelstagen haben A, eine bessere Auslastung vom ÖPNV an Wochentagen, haben bessere Bewertungen ihres ÖPNV und die Händler und Kulturbetriebe und Gastronomen sind auch noch glücklich, weil es sind mehr Leute in der Stadt. Und es geht doch nicht darum, da 2,50 € für ein Ticket zu sparen, sondern es geht darum, dass ich einsteigen kann, wenn ich fahren will und mir keine Gedanken machen muss, wenn ich aus einer anderen, wenn ich aus Rottweil komme, will ich mir doch nicht erstmal ein Handbuch nehmen, wie die SSB funktioniert, sondern ich will in die Bahn reinsteigen und fahren. Ne? Also wir müssen es den Menschen einfacher machen, herzukommen und ihnen Gründe geben, herzukommen. Weil nur zum Einkaufen brauchen die Stadt nicht mehr. Herr Riedmüller, in Tübingen gibt es ja so ÖPNV, kostenlosen ÖPNV samstags, glaube ich. Oder gibt es jetzt dauerhaft? Was haben Sie da für Erfahrungen? Ja, das gibt es samstags und das ist schon bequem, wenn gerade ich mit meinen Kindern dann samstags unterwegs bin. Da zahlst du halt dann schon für 3 Leute in der Regel 9 oder 10 € für die einfache Fahrt. Und wenn man da einfach einsteigen kann, dann ist das natürlich ein Mehrwert. Wir müssen ja auch den Verkehr aus den Städten rausbringen. Einmal, weil es unattraktiv ist, wenn ich mit dem Auto zum Einkaufen fahren will und dauernd im Verkehr stehe. Und zweitens aus Nachhaltigkeitsgründen. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, wie der stationäre Einzelhandel sich in Zukunft entwickelt, dann müssen auch wir Einzelhändler Konzepte bringen und uns überlegen, wie können wir denn zu einer nachhaltigen, attraktiven Stadtentwicklung beitragen. Über Logistikkonzepte, weg von der Forderung, die wir, ich bin vor 6 oder 7 Jahren aus dem Handel- und Gewerbeverein in Tübingen aus dem Vorstand rausgegangen, weil ich damals gesagt habe, ich finde das Konzept von Boris Palmer gut, zu sagen, Autos raus aus der Innenstadt, sie müssen einfach an die Parkhäuser rankommen, aber aus der Innenstadt raus, hohe Aufenthaltsqualität. Da haben die ganzen kleinen Händler gesagt, wir müssen mit dem Auto vor die Türe fahren können. Das ist aus meiner Sicht veraltet. Das ist nicht mehr zukunftsgemäß. Und deswegen müssen auch wir Händler uns überlegen, was sind denn die richtigen Modelle, mit welchen Forderungen müssen wir auf die Politik zugehen und wie können wir auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Innenstädte wieder attraktiv werden. Weil immer nur zu sagen, die Politik muss was tun, das reicht nicht aus. Das hat uns Amazon bewiesen, die 1999 gar nicht existent waren auf dem deutschen Markt und heute der mit Abstand erfolgreichste Einzelhändler der Welt sind, weil die sich andauernd verändern. Und genauso müssen wir es auch tun. Und ich glaube, da gibt es genug Ansatzpunkte, aber wir müssen uns da auch aktiv einbringen. Sie haben jetzt vorhin auch das Stichwort Stadtentwicklung genannt. Herr Riedmüller, es bräuchte eine Stadtentwicklung, also eine Vision sozusagen auch von einer Stadt. Aber das Stadtbild hängt ja auch stark von den Interessen der Vermieter ab. Also in dem Wohnort, in dem ich wohne, da hat jetzt gerade der Teddy neben dem Kick, neben dem NKD aufgemacht. Das ist die Straße des Grauens, das kann ich Ihnen sagen. Aber was kann denn da quasi die Stadt dagegen machen? Ja, also wie hätte man da Mieten ausgleichen müssen oder was kann man denn da tun, Herr Hahn? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich die Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen nebenher machen. Das Thema ist, also Tübingen gab es ein Modell, hat Boris Palmer sehr intelligent die Immobilienwirtschaft so ein Stück weit vor sich hergetrieben, indem er gesagt hat, ihr entlastet eure Mieter, dann zahlen wir noch was drauf und du warst als Vermieter eigentlich der Doofe, wenn du nicht mitgemacht hast. Das geht in Tübingen, das geht in Stuttgart schon nicht mehr, weil sie eine komplett andere Eigentümerstruktur haben, viel homogener, auch der Handel anders geprägt ist und die das ganz anders eingrenzen können. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie das in Stuttgart machen, dann geben Sie auch Menschen Geld, denen Sie eigentlich gar kein Steuergeld geben möchten. So. Wir haben eine sehr diverse Eigentümerstruktur. Und die Frage, ich habe die im Chat vorher auch schon gesehen, es ist nicht immer der Vermieter, der böse ist. Denken Sie zurück ein paar Monate, da hat der Bund über die Politik verfügt, dass Mieter in der Corona-Krise nicht gekündigt werden dürfen. Die ersten, die dann geschrien haben, geil, wir zahlen keine Miete mehr, das war Adidas. Die haben im Jahr davor 1,5 Milliarden Reingewinn reingeschäffelt. Wenn Adidas als weltweiter Konzern dann vor Ort beim kleineren Vermieter mietet,
sein Flagship-Store. Dann ist die Machtbalance eine komplett andere, als wenn eine große Kette beim privaten Vermieter die Filiale hat. Also da eine generelle Lösung, das ist unheimlich schwer. Da muss ich tatsächlich, das sage ich jetzt nicht so oft, ein bisschen auf die Kräfte des Marktes vertrauen. Tatsächlich sind die Mieten nicht mehr im Steigen. Sie waren ganz lange sehr, sehr hoch in Stuttgart. Kann mit solchen Themen wie Mietendeckel allerdings nichts anfangen, weil ich habe mit ein paar Vermietern, privaten, kleineren, drüber gesprochen, die dann sagen, ja, da kommt die Politik, sagt Mietendeckel und im gleichen Moment muss ich mein Gebäude auf die neuesten Brandschutzverordnungen trimmen und bin dann mal für ein Geschäftshaus in Stuttgart ein paar Millionen Euro los. Und wie soll ich denn die wieder reinholen, wenn ich nicht verdienen darf? Also wo wir ganz konkret hin müssen, ist, dass dass die Behörden vor Ort besser verstehen, was auf sie zukommt. Und das sind Umnutzungen, nicht mehr das, was man kennt, was auch schon viel zu lange dauert, Handel in Gastronomie, das ist eigentlich schon ein Ding von gestern, sondern wir reden von Freizeiteinrichtungen. Ja, also Sie kennen vielleicht die Debatte ums Metropolkino in Stuttgart und die Boulderhalle, also eine Sportstätte, Kletterhalle. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir über solche Themen reden, sondern wir werden ganz, ganz oft in Zukunft über Sportstätten, Freizeiteinrichtungen, Ähnliches reden. Die fallen übrigens in Verwaltungen teilweise unter Vergnügungsstätten und da sind sie ganz schnell auf dem Level von solchen Straßen, wie Sie es gerade genannt haben, mit Bereich Rotlicht, mit Bereich Spielhölle. Und dann dauert es, ich hatte einen Unternehmer da, der in Stuttgart alte Handelsflächen mit neuen Nutzungen, Virtual Reality, Exit Games, E-Sports, alle so Dinger, beleben wollte, der hat anderthalb Jahre auf die Genehmigung gewartet. Als das Amt die Genehmigung rausgestellt hat, gab es das Unternehmen nicht mehr. Aber es war ein Startup, der hat keine anderthalb Jahre Zeit, um zu warten. Ja? Also da ist sehr viel Verständnis, Flexibilität gefragt. Und tatsächlich beim Mieter-Vermieter-Spiel, da müssen Sie sich einfach diese Thematiken immer sehr genau anschauen. Wer steckt denn da dahinter? Letzter Satz dazu. Auch die Immobilienleute sind nicht immer die Bösen. Der Vermieter, um den da in Stuttgart geht, beim Metropolkino, ist die Union Invest. Das ist im Endeffekt eine Kapitalsammelstelle für jeden, der eine private Altersvorsorge, eine Lebensversicherung, all solche Dinge hat. Also Bündelstelle für kleine Kapitalsummen, die größer werden. Die können nicht einfach sagen, na, wir sind mal nett zur Stadt Stuttgart, wir nehmen da mal kein Geld für die Miete. Das dürfen die nicht, weil ihre Anleger und diejenigen, die da eine Lebensversicherung haben, protestieren übrigens gerne vor Ort, diejenigen, die da auch privat angelegt haben. Das geht nicht. Und B, die kriegen ein Problem mit der BaFin, wenn die sagen, Miete ist blöd, nehmen wir einfach mal nicht. Also das ist einfach im Einzelfall komplexer und komplizierter und das muss man sich dann sehr genau anschauen. Und das Engagement, was wir in Stuttgart jetzt gerade aktuell haben, ob das jetzt Früchte trägt oder nicht, aber dass der neue OB sich diese Geschichte genau anschaut und sagt, pass auf, ich gucke mal, ob wir eine alternative Lösung für den Nutzer finden, um dann an dem Ort was anderes zu machen. Das finde ich schon mal ein tolles Engagement, dass man sich überhaupt mal anschaut, solche Fälle. Metropolkino ist ja ein gutes Beispiel. Also Metropolkino war ja vor genau 100 Jahren der Stuttgarter Hauptbahnhof eigentlich, ja, und dann ist er quasi weitergezogen. Jetzt ist wieder der alte Hauptbahnhof. Da soll jetzt eben gerade diese Boulderhalle rein, ja, und es gibt Proteststürme dagegen. Sind Sie denn jetzt eher Team Klettern oder eher Team Kulturromantik, Herr Hahn? Also ich habe einen weichen Flecken im Herzen für kulturelle Nutzung. Ich habe mal vor vielen Monaten Literaturwissenschaften studiert, von daher ist die Gesellschaft heute Abend auch sehr, sehr schön. Ganz ehrlich, da gibt es einen Mietvertrag. Fertig, der ist unterschrieben. Und mal ganz abgesehen davon, die Kletterhalle sucht da nach einer Immobilie mit 6 Meter Deckenhöhe. Ich kenne sonst keine in der Innenstadt in der Lage. Und wenn Sie dann mal überlegen, was es kostet, beim Gebäude ein Stockwerk durchzubrechen, dann müssen Sie komplette Statik neu. Nochmal, ich bin vor ein paar Jahren mal durch Innsbruck gelaufen und 100 Meter vom goldenen Dachl weg, dann Yoga-Studios und Fitnessstudios in bester Handelslage im Erdgeschoss. Das werden wir öfter haben. Also der Handel wird in Zukunft nicht mehr diese gesamte Größe an Fläche brauchen, die er bisher hat. Das ist so, da können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, das wird so kommen. Und dann müssen wir uns aber überlegen, was wir mit den restlichen Flächen in der Stadt machen. Das gilt ganz oft für so zweites, drittes, viertes Geschoss von Geschäftshäusern in der Innenstadt. Ich glaube, dass das Büro noch sehr lange funktionieren wird, weil ich den Laptop am Küchentisch nicht für einen Arbeitsplatz, sondern für eine Notlösung halte. Und tatsächlich auch Freizeitangebote in der Innenstadt werden uns helfen, die Menschen in diese Stadt wieder reinzubringen und auch in andere Städte. Also Freizeitangebote im Sinne von Sportangeboten, im Sinne von
Coworking Space im Sinne von Freizeitgestaltung für junge Leute. Ja, all diese Dinge werden wir als Nutzungen in der Stadt haben. Die werden aber natürlich nicht genau die Miete zahlen, die man vielleicht vor 5, 6 Jahren noch an der Königstraße in 1A-Lage aufrufen konnte. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist dann halt eine Entwicklung, die so stattfindet. Wir haben ja vorhin auch gesagt, auch die Verwaltung müsste sozusagen dazulernen. Jetzt war heute in der Zeitung aktuelles Beispiel, das Hofbräueck. Ja, da soll ja also der Eigentümer und, Sie lachen schon, der Eigentümer und ein Gastronom wollen da einen 2-stelligen Millionenbetrag investieren. Ich sage es mal in groben Zügen. Und dann hat man jetzt Sie als Vermittler mit eingeschaltet und es gab auch eine Begehung mit der Verwaltung vor Ort und da wurden noch jegliche ganz viele Haare in der Suppe gefunden. Haben Sie Verständnis für sowas? Haben die quasi, hat man da den Ernst der Lage nicht erkannt, oder? Naja, Verständnis insoweit, dass man prüft, was möglich ist und was nicht möglich ist. Rettungsgassen verlegen ist nicht möglich, weil die Feuerwehr muss da hinkommen, wenn es brennt. So. Wenn aber eine Mietradstation 50 Meter schon verlegt wurde, da gut funktioniert und man aus irgendwelchen Gründen darauf besteht, dass die wieder dahin zurückkommt und den potenziellen Gastronomen 50 Außenplätze und damit wohl oder weh dieses Projekts praktisch entscheidet, dann habe ich da kein Verständnis. Tatsächlich ist es dann immer, ich finde es immer spannend, die Leute dann vor Ort zu bringen, einen Investor, einen Nutzer und die Behörden und dann zu sagen, schaut mal, jetzt redet doch mal miteinander. Und es ist halt, also ich habe oft den Eindruck, dass es in Verwaltungsapparaten einfach ist, etwas nicht zu wollen. Sie müssen dann genug Unterschriften drunter setzen und spätestens nach der 4., 5. Unterschrift vom Amtsleiter weiß keiner mehr, warum es nicht geht, aber es geht halt nicht so. Und das ist dann schon bemerkenswert, wenn Einzelne sich für Dinge einsetzen und sagen, ich will das, ja, und dann machen wir das auch. Das ging offenbar in der Vergangenheit bei einzelnen Projekten. Ich nenne ihn mal die Pop-Up-Bike-Lane in Stuttgart, die ich als begeisterter Radfahrer nicht genutzt habe, weil ich ganz ehrlich sage, kompletter Blödsinn. Ja, Entschuldigung, die da an der Theodor-Heuss-Straße eine Spur von Fahrrad gesperrt. Ein Fahrrad die Stunde drüber gefahren und hunderte Autos im Stau gestanden. So geht Verkehrsmiteinander nicht. Also redet miteinander, so wie vorher. Und noch kleine Anmerkung, ich habe im Chat gerade das Thema Bodenpolitik gelesen oder überlesen. Abwägung der Güter. Das ist die öffentliche Hand natürlich auch zu verpflichtet. Die Lösung ist nicht einfach alles kaufen, weil die Gebäude in der Stadt sind unglaublich teuer. Ja, und wenn Sie da jetzt mal rechtfertigen müssen, warum nehme ich jetzt hunderte Millionen in die Hand, um 2, 3 Häuser in Stuttgart zu kaufen, dann gibt es für dieses, wir haben jetzt bald wieder Haushaltsberatungen, man merkt schon, wie die Ansprüche aufs öffentliche Geld dann wieder kommen und die Frage kommt, könnt ihr mit dem Geld nicht was Sinnvolleres machen? Also ich glaube tatsächlich, es ist nicht die Lösung, speziell jetzt in Themen, wo wir jetzt nicht über Daseinsvorsorge wie im Wohnungsbau reden, sondern über eine attraktive Stadt. Ich glaube, die Lösung ist echt, dass man sich da die Sektoren untereinander, miteinander reden. Also ein Staat, eine Zivilgesellschaft und eine Wirtschaft sich mal angucken, was können wir gemeinsam erreichen und nicht dem einen oder dem anderen allein die Verantwortung aufbürden. Da bin ich ganz bei Herrn Riedmüller. Ja, auch Stichwort Bodennutzung, genau Stichwort Shopping Malls. Da komme ich jetzt quasi der nächste Punkt. Was glauben Sie denn, also es gibt ja in Stuttgart Milaneo, Gerber, Königsbau und so weiter, Herr Hahn, haben wir die alle noch in 10 Jahren? Besser wäre es. Schauen Sie sich mal, also ich habe die als Mitglieder bei der City-Initiative und ich bin sehr froh, dass wir die als Mitglieder haben und ich möchte die behalten. Sie müssen sich die Eigentümerstrukturen anschauen. An Gerber, da verrate ich keine Geheimnisse, das stand alles schon in der Zeitung, hat von der Tiefgarage bis zu den Wohnungen und Büros auf dem Dach einen Eigentümer und dem Vorgänger dieses Unternehmens, der Allgemeinen Rentenanstalt, hat der Großteil dieses Grund und Bodens schon seit der Jahrhundertwende, und zwar der davor, gehört. Das ist ein anderes Thema als bei Milaneo. Das wurde schon von 2 verschiedenen Investoren gebaut. Gibt es über dem Handel eine Platte und die trennt nicht nur die Wohngebäude vom Handel drunter, sondern die trennt tatsächlich, wer hat was bezahlt. Und die Pakete oben, also die 400 Wohnungen, die tausende Quadratmeter Büro, das Hotel, die wurden in einzelnen Paketen schon mehrfach weiterverkauft. Das heißt, wenn Sie da über eine Umnutzung reden würden, dann viel Spaß bei der Eigentümerversammlung. Das wird lustig. Das wird, wenn man da über eine Umnutzung irgendwann reden müsste, der Handelsfläche, das ist, also die Geschichte möchte ich nie moderieren. Das wird heftig. Von daher, es ist richtig, dass wir die in der Stadt haben. Es ist richtig, dass wir daran arbeiten, dass die funktionieren.
Wir hatten damals in Stuttgart bundesweit den größten Zuwachs an Handelsfläche, ob man den damals hätte so genehmigen müssen aus baupolitischer Sicht, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Wo ich noch ein größeres Fragezeichen dran mache, ist, ob die Regionalplanung damals funktioniert hat, weil ja, da wurden in Stuttgart viel Handelsfläche neu gebaut, Gerber, Melaneo, Dorotheenquartier, Globetrotter und so weiter. Aber es wurde parallel auch noch in den Städten ringsum, in Ludwigsburg, in Sindelfingen, in Böblingen etc. neue Einkaufszentren der gleichen Größe gebaut. Und das ist Blödsinn, weil ein Außenbezirk einer Großstadt und eine Vorstadt einer Großstadt haben eine andere Funktion als der Kern der Großstadt. Ja? Zu sagen, wir machen jetzt in Böblingen am Bahnhof das Gleiche, was wir in Stuttgart am Bahnhof machen, das ist dumm, das ist Quatsch. Ja? Die hätten eine andere Funktion gehabt. Die wären mit, und das meine ich nicht abfällig, sondern wirklich einfach, der Abwehrspieler hat eine andere Funktion im Fußball als der Stürmer. Das ist nun mal so. Ja? Und das funktioniert als Mannschaft nur, wenn beide ihren Job richtig machen. Und die Außenbezirke und die Vorortstädte wären mit anständiger Versorgung der Arbeitskräfte, die es da gibt, mit Nahversorgung, mit Buchhändlern, mit Mittagstischen, mit ähnlichen Dingen, viel, viel besser beraten gewesen als mit einer Kopie dessen, was damals eben in die Innenstädte gedrängt hat. Mhm. Herr Riedmüller, haben Sie auch Filialen in Shopping Malls? Haben Sie da gute Erfahrungen? Ja, wir sind jetzt in Pforzheim aus dem Einkaufszentrum rausgegangen. Wir sind in Neumarkt in der Oberpfalz aus dem Einkaufszentrum rausgegangen, weil die Mieten dort zum Großteil horrend sind. Da muss ich jetzt sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Und wir haben auch gesagt, wir werden uns in Zukunft auf die Innenstädte konzentrieren. Deswegen sind wir ja in Stuttgart dann auch von der Nadlerstraße, war übrigens von der Stadt das Gebäude. Die Stadt wollte dann investieren, ein Hotel reinmachen. Deswegen wurde uns der auslaufende Mietvertrag nicht verlängert. Wir sind jetzt an den Marktplatz gegangen. Das ist sehr, sehr schwer zu bewirtschaften. 4 Stockwerke. Die Kunden finden es trotzdem schön, weil sie 4 unterschiedliche Welten haben. Aber für uns ist klar, wir wollen in die Innenstädte, am besten an Marktplatz. Wir wollen Treffpunkt sein und wir wollen auch zu einer Stärkung der Innenstädte beitragen, auch mit unserem großen kulturellen Programm. Wir machen ja im Jahr über 500 Veranstaltungen bei Osiander. Bei uns geht auch die Tendenz dahin, in einigen Städten von mehreren Stockwerken auf eines zu gehen, weil man oft die Kunden nicht mehr nach oben bekommt. In einer Großstadt wie Stuttgart geht es noch, in einer kleinen Stadt funktioniert es nicht mehr so gut. Aber ich glaube, dass wir auch noch einen Aspekt hier in die Diskussion mit einbeziehen müssen, der heißt wir Menschen, also wir Kunden. Bei uns muss ein Umdenken stattfinden. Und ich sage ganz bewusst bei uns, weil auch wir drei, die jetzt hier auf dem Podium sind, sind ja auch Kunden. Axel Hacke hat mal in einer Kolumne geschrieben, der Mensch ist bequem, der Mensch ist faul, er will es einfach und schnell haben und deswegen kauft er im Onlinehandel ein. Ich gehe jetzt nochmal auf die Klimadiskussion. Wir werden das Problem des Klimaschutzes nur dann lösen, wenn bei den meisten Menschen, zumindest in den weiterentwickelten Gesellschaften, ein Umdenken stattfindet und es nicht nur von der Politik vorgegeben werden kann. Weil die Politik kann gar nicht so schnell sein, wie wir reagieren müssen. Und ich habe zu einer Zeit bei Aldi gearbeitet, 3 Jahre von 1999 bis 2002, als es noch sogenannte Tante-Emma-Läden gab. Und die waren dann irgendwann weg. Und dann wurde gesagt, Aldi und Lidl haben Tante-Emma kaputt gemacht. Da habe ich immer gesagt, nein, wir Kunden haben Tante-Emma kaputt gemacht. Genauso wie wir Kunden die Innenstädte kaputt machen, weil wir aus Bequemlichkeitsgründen bei Onlinern einkaufen. Die Kunden, die sagen, ich kaufe nicht mehr bei Osiander ein in den Städten, sondern ich gehe zu Amazon, die sagen, da kriege ich alle Produkte, da kriege ich es ganz schnell und da kriege ich das in einer Qualität auch von der Lieferung, die super ist. Da sage ich, ja, das stimmt, das können wir normalen Einzelhändler so nicht liefern. Früher ist man in den Laden gegangen, hatte 10 Schuhe zur Auswahl, hat einen von denen genommen. Heute bestellt man sich 300 verschiedene Schuhe bei Amazon oder bei Zalando, schickt 298 davon zurück, hat eine katastrophale Umweltbilanz dadurch, aber es interessiert uns nicht arg. Und das dazu in einem Bundesland, wo wir mehrheitlich Grün haben. Das ist das, was ich nicht zusammenbringe, was ich tatsächlich auch nicht mehr nachvollziehe. In Tübingen, in dem Stadtgebiet, wo wir am meisten Grün haben, 45%, sind beim Altpapier die meisten Amazon- und Zalando-Pakete. Man sieht es ja immer beim Altpapier wunderschön, wie die Leute einkaufen. Da gehe ich durch die Straßen und denke, meine Güte. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch einen Appell
an uns alle richten. Wir werden in Bezug auf Klimaschutz und Innenstadtentwicklung nur dann erfolgreich sein, wenn wir alle miteinander etwas ressourcenschonender leben und einkaufen und gleichzeitig die Innenstädte auch wieder als das, ja, ich sage jetzt mal, wiedergewinnen, was sie früher waren. Ein Treffpunkt, wo man auf kurzen Wegen die wichtigsten Besorgnisse machen konnte. Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie eine weitere Auswirkung, die nennt sich Homeoffice. Homeoffice ist für den Handel eine Katastrophe. Wir hatten vor Corona die stärkste Einkaufszeit zwischen 12 und 13:30 Uhr und ab 17 Uhr. Nämlich genau dann, wenn die Menschen, die in der Stadt arbeiten, in die Pause gehen oder Feierabend haben. Und dann haben sie in der Pause oder zum Feierabend bei uns eingekauft. Nach dem Ende der Lockdowns waren diese Zeiten für uns überhaupt nicht mehr existent, weil ja die Menschen auch nach den Lockdowns zwischendrin zu Hause gearbeitet haben hauptsächlich. Für die Umwelt ist es gut, wenn die Menschen nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern zu Hause bleiben. Für den Einzelhandel ist es eine Katastrophe, weil uns einfach diese Frequenz fehlt. Und deswegen werden wir aufgrund der Auswirkungen, der strukturellen Auswirkungen dieser Corona-Krise über so viele verschiedene Themen nachdenken müssen und uns überlegen müssen, wie wir die Menschen wieder in die Stadt holen, gleichzeitig das Ganze nachhaltig machen. Das wird eine Mammutaufgabe. Und da müssen sich Politik, Handel und alle, die in den Städten leben, zusammensetzen und darüber diskutieren. Aber mein Hauptappell ist an uns alle, wir müssen wieder anfangen, nachhaltiger und mehr auf die Innenstadt bezogen zu leben, zu arbeiten und einzukaufen. Ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Und dann, Entschuldigung, dann kommt der Aufschrei, wie vorhin genannt, wenn der Kick neben dem Teddy, neben dem Netto ist. Wenn die Innenstädte erstmal komplett verödet sind, dann ist es zu spät. Und deswegen muss man jetzt, wo es 3 Minuten vor 12 ist, reagieren. Herr Hahn, wie kann da reagiert werden? Also man hat vielleicht stadtmarketingtechnisch in Stuttgart nochmal andere Möglichkeiten als und vielleicht auch in Reutlingen, Tübingen. Aber wenn ich jetzt Wirtschaftsförderer bin in so einer kleinen und mittleren Kommune, einige von denen sind heute hier auch dabei. Was raten Sie denn da Ihren Kolleginnen und Kollegen? Genommen müssen Sie sich jede Fläche, jede Geschichte einzeln anschauen und so viele Verbündete suchen wie möglich. Wenn wir jetzt mit der Politik reden, reden wir nicht als Handel alleine, sondern das, was wir da, wo Herr Riedmüller vorher berichtet hat, beim OB, beim vorigen saßen, da saßen nur die Händler. Beim nächsten Mal sitzen wir da jetzt mit dem Handel, der Gastronomie und Hotellerie, der Kultur, den Veranstaltern und der Immobilienwirtschaft. Und wenn es uns gelingt, da einige Projekte zu finden, hinter denen alle stehen, dann können Sie nicht mehr sagen, ach, die paar Händler oder ich als OB erkläre, denen geht es ja gut oder Ähnliches, sondern da kommen Sie nicht dran vorbei, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen muss. Und tatsächlich, und ich habe es im Chat gerade gelesen an den letzten Äußerungen, das war ja auch so gewollt, gab es die eine oder andere Kritik, schauen Sie sich an, was Ihr Standort ist. Ja, also ich habe eine komplett andere Aufgabe als mein Kollege in Vaihingen und Feuerbach. Kann ich festmachen an einer ganz einfachen Zahl. Schauen Sie sich mal von Standort an, wie das Verhältnis ist von Nutzern zu Anrainern. In der Innenstadt hier wohnen kaum Leute und Sie haben Hunderttausende, die an Samstagen über die Straßen laufen. Deswegen hat übrigens auch die Krawallnacht im vergangenen Sommer in der Innenstadt stattgefunden und nicht in Weilendorf am Marktplatz, weil da haben Sie mehr Anrainer als Nutzer des öffentlichen Raums. Ja. Ein Wohngebiet hat eine andere Funktion, als es dann eine Innenstadt hat und. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Innenstadt eine Funktion hat, die für uns in der Zukunft wichtig ist. Und das ist nämlich Sozial- und Erlebnisraum, Treffpunkt. Ja? Und nur mal um zu verdeutlichen, was ich meine, mit suchen sich viele Verbündete. Wir können uns ganz lange darüber unterhalten, dass uns Amazon Kunden im Handel kostet. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil unser digitaler Tag sieht doch gerade so aus. Wir stellen den Laptop morgens auf den Küchentisch, dann arbeiten wir da ein bisschen, dann surfen wir in der Mittagspause bei Amazon rum. Nachmittag schmeißen wir dann irgendwie Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Sky Ticket und wie die Dinge, die Streamingdienste alle heißen, an. Und am Abend bestellen wir uns die Pizza bei Lieferando. Das ist der digitale Tag. Den halte ich für kompletten Blödsinn, weil der Mensch ist ein soziales Wesen, das ist das eine. Und wirtschaftlich betrachtet, ja, dann fehlt die bei Amazon bestellte Sonnenbrille zwar beim stationären Händler, aber der Mensch war ja nicht mal in der Stadt. Das heißt, da fehlt das ÖPNV-Ticket, was bezahlt wurde, oder die Parkhaus-Einfahrt.
Da fehlt der Espresso, den Sie mal zwischendurch trinken, da fehlt das Restaurant, wo Sie essen gehen, da fehlt das Theater, das Sie besuchen oder der Club, der abends noch besucht wird und so weiter. Die Wertschöpfung für alle Branchen ist weg, wenn der Mensch nicht in der Stadt ist. Das haben nämlich alle gemeinsam. Also alle, die bei uns organisiert sind, Händler, Kulturbetriebe, Gastronomen, völlig egal, die können nur denen was verkaufen, die vor Ort sind. Ob das dann eine Sonnenbrille oder ein Theaterticket ist, das ist völlig egal. Und wir brauchen die Menschen vor Ort. Und da hat eine Innenstadt eine andere Funktion und eine verschiedene Größe Innenstadt auch eine andere. Das, was der Riedmüller vorher übrigens gesagt hat, ist für Stuttgart hochinteressant, nämlich, dass sie für ein Meeting nicht mehr nach Hamburg fliegen. Stuttgart hat sehr, sehr gut gelebt von den Touristen, die in die Stadt kamen. Wir haben das letzte Mal, als das erhoben wurde, Geschäftsreisende und, ungefähr einen Umsatz von Reisenden in der Stadt gehabt von 4,5 Milliarden im Gesamtjahr. Ausgaben von Tagesgästen und Übernachtungsgästen. Das waren aber zu 70% Geschäftsreisende und die werden nicht mehr in der Frequenz zurückkommen. Und das gilt übrigens für andere Städte auch, bei uns halt als starker Wirtschaftsstandort. Genauso, von daher müssen wir ganz extrem darauf achten, dass die Stadt für die Menschen im Freizeitbereich attraktiver wird, ihre Zeit da zu verbringen. Geht auch an die Leute im Homeoffice, denen Grund zu geben, dann nach Dienstschluss da zu bleiben. Ja, also Fachkräftebindung, deswegen unterhalten wir uns sehr stark mit dem Clubkollektiv, um zu gucken, dass auch die Nachtökonomie funktioniert. Das ist für junge Leute, die in der Stadt arbeiten, entscheidender Sozialraum. Wenn der fehlt, haben wir ein Problem. Und diese, ich halte nichts von dieser Idee, wir machen da ein großes Konzept und mit dem marschieren wir vor und das regelt dann alles. Das Problem ist leider diverser, vielschichtiger. Da braucht es viele verschiedene Lösungen und eben viele, viele Partner, die alle am gleichen Strang ziehen, weil uns halt bewusst sein muss, wie der Riedmüller sagt, wir brauchen die alle. Ja, das fängt bei den Kunden an, die so ein bisschen auch, ich meine, die Münchner, da gehen sie hin und die strotzen ja so vor Nationalstolz. Mein Gott, ganz ehrlich, wir haben in Stuttgart verdammt viel, worauf wir stolz sein können. Ich erzähle meinen Kollegen in Köln, dass wir 2 Spielzeugläden in der Innenstadt an der High Street haben. Gucken die an, was, ihr habt Spielzeugläden? Das gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Da ist nämlich der Teddy drin. Ja, also auch mal den Leuten nach außen sagen, nicht nur, es ist nicht nur Mist, sondern wir haben hier eine verdammt gute Struktur und die gilt es zu erhalten. Wir fangen ja nicht von nichts an. Dann wagen wir jetzt mal einen Ausblick, wie sieht quasi die Stadt, die Sie sich vorstellen, die Sie sich wünschen würden in 10 Jahren aus, Herr Riedmüller. Wie sieht Ihr Lieblingsstandort für Ihre Lieblingsfiliale in 10 Jahren aus? Am Marktplatz, wo ich auch ein reges Treiben habe, weil man muss sich überlegen, der Marktplatz war früher der Treffpunkt. Da haben Händler, die aus der Region kamen und machen es auch heute noch, ihre Waren verkauft, die aus der Region kommen. Die kennen ihre Kunden, die haben mit den Kunden und reden mit den Kunden. Man kann Plausch führen, man kann darüber reden, welche Qualität die einzelnen Produkte haben und man ist mitten im Zentrum. Und auf dem Weg zum Marktplatz kommt man an anderen Handelsgeschäften vorbei und kann da einkaufen, kann da schön Kaffee trinken und draußen sitzen. Wie das genau aussieht, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht einschätzen kann im Moment, wie die langfristigen Folgen nach dieser Corona-Pandemie sein werden und wie sich das Lebens- und das Einkaufsverhalten der Menschen verändern wird. Das ist etwas, das muss man jetzt abwarten und das muss man immer auch in die Klimaschutzdiskussion mit reinbringen. Ich glaube, dass wir Immobilien anders nutzen werden. Die Flächen werden tatsächlich kleiner, wenn immer mehr auch online gekauft wird und wenn viele Läden zum Großteil auch einfach Abholstationen sind. Also bei uns wird auch 20% des Umsatzes, wenn wir normal offen haben, sind Bücher, die vorbestellt sind, also die im Internet zu Click and Collect bestellt werden. Und ich denke, ich habe, als meine Kinder klein waren, da haben meine Kinder am Samstag entschieden, was wir machen. Und die sind immer in einen Laden gegangen, wo eine Rutsche war. So. Und das fanden die total cool. Wir brauchen, glaube ich, Aufenthaltsqualität in der Stadt. Wir brauchen Spielplätze in der Stadt. Wir brauchen schattige Plätze. Wir brauchen Bänke. Es muss cool sein, in die Stadt zu gehen und andere Leute zu treffen. Und ich hatte dieses Erlebnis es war der 2. Adventssamstag letztes Jahr, 2 Tage bevor der Handel wieder in den Lockdown musste. Da war in Tübingen, ich glaube am 12. oder 13. Dezember, die Hölle los. Wir wussten alle, es kommt wieder ein Lockdown. Jeder war noch mal einkaufen. Aber die Leute waren gar nicht so sehr in den Läden. Die waren vor allem in der Stadt und haben geredet und haben sich getroffen. Und es war cool, weil man wusste genau, jetzt geht der ganze Mist von vorne wieder los. Und deswegen wird das Hauptkonzept sein, gar nicht mit dem Ziel, dass die Leute einkaufen, sondern mit dem Ziel, wie schaffe ich es, dass die Menschen gerne in ihre Stadt gehen
um sich zu treffen, um sich zu unterhalten, um Zeit zu verbringen und dann auch einzukaufen, ins Kino zu gehen und andere Dinge zu tun. Ich glaube, ein Gesamtkonzept ist deswegen schwierig, weil wir werden regionale komplette Unterschiede haben. Der Herr Hahn sagt klar, in Stuttgart ist mit den Großflächen, mit der Königstraße, wird der Handel ganz anders aussehen müssen als in Tübingen in der Mittelstadt oder als in Calw oder Herrenberg in einer ganz kleinen Stadt. Und da kommt es entscheidend auch auf die Akteure vor Ort an, auf die Oberbürgermeister. Und ich weiß nicht, wie viele Städte wir in Deutschland haben, aber da diese tausenden Oberbürgermeister zu finden, die einer Stadtentwicklungspolitik, die nachhaltig ist, offen gegenüberstehen, das wird eine riesengroße Herausforderung werden. Und das kann Jahre und Jahrzehnte dauern. Deswegen auch nochmal der Appell, wenn wir schon vorher umdenken und nicht aus Bequemlichkeitsgründen den ganzen Tag nur vor der Kiste sitzen, sondern wieder aktiv werden in dem Vertrauen, dass die Politik irgendwann nachzieht und die Händler und gute Konzepte aufstellen, dann glaube ich, wäre schon mal ein erster Schritt getan. Und wir haben das nach dem ersten Lockdown gemerkt, da sind ganz viele Menschen zu uns zum Einkaufen gekommen, die waren jahrelang nicht mehr da. Die haben gesagt, ich muss jetzt den Handel vor Ort unterstützen, ich muss was für meine Innenstadt tun. Und das ist für mich kurz- und mittelfristig der erste wichtige Schritt. Vielen Dank, Herr Riedmüller. Jetzt, Herr Hahn, noch eine kurze Frage von Frau Ganter. Die fragt nämlich, welche Konzepte, Impulse können Sie Städte empfehlen, deren Innenstadt schon 50% leer ist? Und dann gleich anschließend noch die zweite Frage von mir. Ja, da gucken Sie, gell? Da sind Sie jetzt gefragt. Und jetzt noch die zweite Frage von mir. Der Herr Riedmüller hat Oberbürgermeister angesprochen. Haben Sie denn mittlerweile einen, von dem Sie glauben, mit dem wird es laufen? Aber das sind jetzt so ganz fiese Fragen zum Schluss. Nein, also umso mehr Leerstand Sie in der Stadt haben, umso schwieriger wird das Ganze. Das ist so ein bisschen für die Zahnarztphobiker ein schönes Bild. Sie können ganz viele gesunde Zähne haben, ihr lächeln Sie doof aus, wenn einer vorne fehlt. Ne? Das ist so, und so können Sie sich ungefähr eine Stadt auch vorstellen. Das sieht gleich anders aus, wenn Sie da zwei verbarrikadierte Geschäfte und so haben. Wir merken bei der Nutzung von Flächen, die vielleicht ein bisschen abseits vom Schuss liegen, dass dieses schöne Wort Cluster ganz gut funktionieren kann. Also wenn Sie eine Zielgruppe wählen, die auch ein bisschen leidensbereit ist, gern junge Menschen, und denen gebündelt Angebote geben. Also ein Händler, der vielleicht für sich alleine an einem Standort nicht funktioniert, aber dem drei, vier Gleichgesinnte dazugeben, dann kann sowas funktionieren. Stuttgart hat es sehr, sehr, sehr gut beim Fluxus in der Kalberpassage gemacht. Das waren alles Konzepte, die für sich alleine es schwer gehabt hätten und in der Mischung aus Gastronomie, Nachtleben und ein bisschen alternativen Handel hat es sehr gut funktioniert. Und da komme ich dann zum zweiten Punkt. Also ja, ich glaube tatsächlich, dass wir im Rathaus, dass sich da Veränderung anbahnt. Vielleicht werden wir da in Kürze auch schon Meldungen in der Zeitung lesen, die das irgendwie bestätigen. Aber tatsächlich. Machen Sie mich aber neugierig. Ja, man muss ja also in aller Verbundenheit auch zur Barbara Thuner Fromm muss ja auch Gründe geben, noch Zeitung zu kaufen in den nächsten Tagen. Und also worauf ich am Schluss raus will, ist tatsächlich, ich würde mir tatsächlich Toleranz wünschen. Und zwar in dem Sinne, diejenigen, die gerade immer von einer Stadt für alle sprechen, das sind eigentlich diejenigen, die da nur sehr exklusiv ihre eigene Gruppe meinen. Das erleben wir in der Mobilitätsdiskussion, das erleben wir in der Diskussion um Flächennutzung. Eine Stadt für alle bedeutet eine Stadt für alle Altersgruppen und für alle Geldbeutel. Und die haben andere Bedürfnisse an ihre Stadt. Jemand, der zum Juwelier geht und einen fünfstelligen Betrag halt wochenends ausgibt, weil er das kann und möchte, der ist in unserer Stadt willkommen. Genauso wie derjenige, der einen Kaffee trinkt und gerne nur Leute guckt. Nur, der nur einen Kaffee trinken will, der kommt eher mit dem Rad, als der jetzt sich halt die vierte Rolex kauft, die fährt ja nicht mit dem Rad heim und die fährt ja nicht mit dem ÖPNV heim und den lässt er auch nicht mit dem Lieferverkehr nach Hause liefern, Same-Day-Delivery, sondern der fährt die mit dem eigenen Karren heim. Es kann uns gefallen oder nicht, aber der darf auch in unsere Stadt kommen, der ist auch willkommen, genauso wie der andere. Und ich würde mir Stadt für alle in dem Sinn einfach inklusive wünschen und an alle gerichtet, weil wir alle brauchen. Jede Stadt ab einer gewissen Größe muss alles bieten. Und zwar von A bis Z, von kleiner Geldbeutel bis großer Geldbeutel, von jung bis alt und alle Angebote in allen Branchen.
Nur die ganz kleinen Städte können Sie, wenn Sie da auf irgendwie Bundesstadtmarketing-Tagen sind, dann die Städte, die dann sagen, wir haben uns zu Bierstadt Deutschlands gemacht und so und Sie brauchen einfach einen USP. Nee, das ist Blödsinn. Das ist komplett. Also wenn die Scharlatane bei Ihnen anrufen, bitte auflegen. Sie werden nicht die neue Bierstadt und auch nicht die neue Hochzeitsstadt und auch nicht die. Wir müssen ab einer gewissen Größe, und die ist sehr schnell erreicht, eine komplette Stadt bieten, eine vollständige Stadt als Erlebnis- und Sozialraum. Und damit meine ich wirklich alle Nutzer und denen auch akzeptieren, dass da unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse und unterschiedliche Bedürfnisse in Freizeitgestaltung, Anspruch an öffentlichen Raum etc. drin sind. Und es führt am Schluss zu einer Stadt, die in so wunderschönen Dingen, die ich sehr sympathisch finde, wie Milieus und Quartiere funktioniert. Nein, ein Dorotheenquartier ist nicht an jeden Stadtbesucher gerichtet, aber es ist okay, ja, weil andere Bereiche der Stadt an andere Stadtbesucher gerichtet sind. Eine Stiftstraße hat ein anderes Publikum als eine Kalverstraße. Und das ist gut so, ja, weil Stadt funktioniert historisch, genau wie ein Marktplatz als Kern der Stadt historisch funktioniert, funktioniert eine Stadt in Quartieren und Milieus und dann funktioniert sie, glaube ich, auch ganz gut. Vielen Dank für diese sehr, sehr interessante Runde. Ich glaube, wir haben wirklich gute Einblicke bekommen zu diesem Thema. Vielen Dank an Sie beide. Jetzt hat der Herr Hahn noch eine fiese Frage zum Schluss abgekriegt. Herr Riedmüller, das bringt Sie auch noch eine. Und zwar, Sie sind ja so ein Krisenmanager-Typ, gell? Und Sie nehmen ja die Herausforderung gerne an. Und Sie haben ja auch schon mal für das Amt des VfB-Präsidenten kandidiert. Und jetzt will ich Sie gar nicht fragen, ob Sie die letzten Monate besser überstanden hätte als der jetzt im Moment Präsident ist. So will ich Sie gar nicht aufs Glatteis führen. Aber jetzt scheint ja Corona irgendwie bald mal vorbei zu sein und die nächste Präsidentenwahl steht an. Vielleicht wird Ihnen dann langweilig. Haben Sie da Lust, nochmal mitzumachen? Ja, ich habe mich ja beworben, allerdings nicht aufs Präsidentenamt, sondern für einen der beiden Präsidiumsplätze. Und da habe ich meine Bewerbung eingereicht, ist auch schon öffentlich verkündet und bin gespannt, was passiert. Der VfB liegt einfach am Herzen. Dann wünschen wir Ihnen dafür viel, viel Glück. Herr Hahn, Sie sind Kugelschreiber, Fußballer. Sie wollen also nicht VfB-Präsident werden? Nein, ich glaube, es kann Herr Riedmüller viel, viel besser als ich. Nein, aber nochmal, ich habe mich nicht aufs Präsidentenamt beworben, sondern nur auf einen der Präsidiumsplätze. Und ich glaube auch, dass wir beim VfB gerade einen guten Präsidenten haben. Wobei man sagen muss, die Sportvereine sind ja von Corona auch kräftig betroffen und in der Innenstadt fehlen natürlich auch die vielen VfB- und Auswärtsfans, wenn der VfB Heimspiele hat oder auch wenn die Handballer von Stuttgart oder andere Sportvereine Spiele haben, die fehlen ja auch. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Das gehört ja zum Sporttourismus dann mit dazu. Auch darunter leiden wir natürlich. Ja. Jetzt haben wir schon ein nächstes Thema für eine der nächsten Runden. Wir kümmern uns um das Thema Sporttourismus. Vielen, vielen Dank auch für diese Anregung. Jetzt möchte ich die Runde zum Ende und möchte Sie auch noch die Möglichkeit nutzen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die nächste Ausgabe Wirtschaft im Wandel gibt es am 1. Juli mit meiner Kollegin Barbara Turner-Fromm. Und es geht um das Thema Menschenrechte oder Marktanteile. Wie gehen wir mit China um? Zu Gast sind Johannes Schmalzl, Hauptgeschäftsführer der IHK und der Europaabgeordnete von den Grünen, Reinhard Bütikofer, der jetzt im Moment mit Sanktionen seitens China belegt worden ist. Das ist sicher auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Sind Sie gerne mit dabei. Vielen lieben Dank an die Runde. Ich hoffe, auch wir haben alle Fragen beantwortet, die im Chat aufgekommen sind. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie voll gut durch den hoffentlich letzten Lockdown kommen. Und wenn es vorbei ist, unterstützen Sie Ihren Einzelhandel und davor bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss.